Hallo, hier ist wieder defi.jetzt, heute mit dem zweiten Teil mit Professor Markus Büch. Mit zugegen sind der Ralf. Hallo, schönen guten Abend. Der Mario in Inkognito. Ja, hi, hi. Und natürlich der Markus. Und über den, an den übergebe Hallo. Ich. Gut. An den gebe ich gleich nochmal das Wort. Stell dich nochmal kurz vor für die Folge 10 nicht angehört haben. Ja, ich bin von Haus aus Jurist. Arbeite ungefähr zur Hälfte als Hochschullehrer an der Hochschule für Ökonomie und Management in Berlin als im Bereich Wirtschaftsrecht und zu anderen 50% als Rechtsanwalt, Schrägstrich, ja, Berater tätig für verschiedene Projekte, also ganz normale juristische Sachen, die so im Bereich des Unternehmenswirtschaftsrechts anzusiedeln sind und natürlich auch im Kryptobereich und dort schwerpunktmäßig mit den Themen Kooperation, Schrägstrich, Organisationen, und im weitesten Sinne auch mit dezentralen, autonomen Organisationen befasst. Gut, das ist gleich das Stichwort für die nächste Folie. Wir wollen uns heute ja ein bisschen auch über das Thema Decentralized Autonomous Organization, also dezentrale autonome Organisationen, als mögliche neue Rechtsform unterhalten. Die erste DAO, das ist also ein Stück Softwarecode gewesen, die hat ja der Christoph Jentsch von der Firma Slockit ins Leben gerufen. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Und nachdem diese DAO, die ja damals auch einen Wert, eine Geldwerteinsammlung gehabt hat von, glaube ich, 160 Millionen Dollar, da gab es ja keinerlei Regulierung für eine Firma oder für ein Konstrukt einer Firma, die nur aus Code besteht. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Tja, gibt es heute Regulierungen für DAO, sei es in Deutschland oder auch international? Was kannst du dazu sagen? Also als erstes kann ich ja ein bisschen schlaumeiern vielleicht. Also die DAO von Christoph und seinem Bruder und von Daniel, jetzt die, sag ich mal, um Christoph herum, war nicht die erste, die es gab. Ja, also es gab schon vorher zumindest Organisationsformen, die in diese Richtung gegangen sind. Und ich glaube auch, der Vitalik hatte in seinem Paper zu Ethereum auch so eine Idee dieser Struktur. Aber der Christoph war der Erste, der sich ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat, wie man ein Unternehmen so auf Basis von Code etablieren kann, beziehungsweise wie man das auf Basis von Ethereum entwickeln kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es, wie du richtig gesagt hast, noch gar keine Regulierung. Wenn man sich mal anschauen will, wie die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, diese DAO von Christoph eingeordnet hat, kann man sich das anschauen im Netz. Ich glaube, wenn man in Wikipedia the DAO eingibt, kommt man auch auf einen Link zu dem Paper, was meines Erachtens auch nach wie vor öffentlich zugänglich ist, wo die Regulierungsbehörde sozusagen aus den USA sich, die hat sich ja intensiv damit beschäftigt, eben weil die so viel Geld eingesammelt hatten. Aber natürlich alles rudimentär. Und wenn man jetzt drüber schwenkt, du hast ja auch dran geschrieben, jetzt sind 5 Jahre ins Land gegangen, was für Regulierungen gibt es? Man muss vielleicht dazu sagen, dass die DAO so ein Stück weit unter dem Radar fliegt die ganze Zeit, weil so große DAO-Projekte wie damals die DAO zumindest im nachfolgenden Zeitraum nicht mehr durch die ganz normale Presse geistern. Also die DAO hat es ja wirklich in jede große Zeitung geschafft, ja, in Deutschland oder auch international, sodass dann natürlich der Regulator da aufmerksam wurde. Passiert heutzutage nicht mehr so in dem Maße. Ne? Da ist eher die anderen Themen, Krypto im Allgemeinen oder NFTs, die so eine Rolle gespielt haben, vielleicht jetzt auch DeFi und so weiter. Was ich so wahrnehme, der zumindest schwerpunktmäßig immer mit DAOs zu tun hat und der sich auch so triggern lässt von dem Begriff, ist mir nicht so viel aufgefallen. Ja, also das ist auch in der Tagespresse irgendwie Eingang gefunden hat. Und das ist auch der Umstand in meinen Augen, dass das so ein bisschen dass der Regulator da auch nicht drauf schaut. Und deswegen gibt es keinerlei Bestrebungen jetzt primär von den großen Regulatoren, sich primär damit zu beschäftigen. Wenn eher in der Form, dass man es versucht einzufangen im Rahmen des Kapitalmarktrechts, weil die meisten DAOs, das kann man vielleicht auch mal drüber sprechen, dann doch eher, sage ich mal, wie so eine Art Pool fungieren von Kryptowerten oder so eine Art Fonds sind, ja,
wo das letztlich dann zusammengefasst wird, so eher eben in so einem Kapitalsammelvehikel darstellt, was dann wieder den Kapital, eher den Kapitalmarkt zuzuordnen ist, als jetzt eine neue Rechtsform oder Schrägstrich Organisationsform. Freilich gab es Bestrebungen in Europa, Malta ist da zu nennen, die hatten relativ früh, ich weiß nicht, ist auch schon wieder 2 Jahre her, mal so ein Gesetzentwurf, oder die haben so Crypto-Laws da etabliert und da spielte die DAO mal eine Rolle. Dann in Amerika ist in den letzten Jahren auch so ein Stück weit was passiert, dass dort einige Kleinstaaten, nenne ich es jetzt mal, Vermont, Delaware und Ralf, du hast mir im Vorgespräch noch einen Bundesstaat, glaube ich, genannt. Wyoming, ja. Also wenn man den mal auf die Landkarte guckt, Vermont ist ungefähr so groß wie Liechtenstein, also auch von der Einwohnerzahl. Das sind also Kleinstaaten, die natürlich viel flexibler sind und auch gerade Delaware dürfte auch vielen Leuten ein Begriff sein. Das ist ja so eine Art Sitzstaat. Das heißt, die haben sowieso, glaube ich, in Amerika das liberalste Gesellschafts- und Organisationsrecht. Die haben das unternehmenfreundlichste Steuerrecht und die unternehmenfreundlichsten Steuersätze. Die versuchen also so viel wie möglich Unternehmen in das Land zu ziehen, die ihren Sitz dorthin zu verlagern. Ja, und daraus kann man natürlich grenzüberschreitend natürlich tätig sein, in den USA auf jeden Fall. Da ist generell die Tendenz festzustellen, dass die für jede neuartige Organisationsform offen sind, weil die natürlich wiederum Unternehmen anziehen wollen, ja, und die sich dort ansiedeln. Und dort gibt es solche Regularien. Wenn man sich das mal dann genau anschaut, ist das, ich sage jetzt mal despektierlich, so eine Art amerikanische GmbH, also LLC mit Zitronengeschmack. Ja. Das heißt, die haben letztlich nur das normale Vehikel genommen, das neu aufgesetzt und so sinngemäß reingeschrieben. Ja, das ist jetzt eine Unternehmensform, die kann auch eine DAO betreiben oder die kann DAO-artig strukturiert werden. Wobei wir dann nicht aber bei dem Grundproblem sind. Die benutzen letztlich diesen Begriff, aber sie setzen sich mit den einzelnen Bestandteilen dieses Terminus nicht auseinander. Und das ist auch generell so das Problem, was ich immer habe in Diskussionen oder was generell zu sehen ist, dass die DAOs, die es draußen so gibt, eher Phänomene sind in meinen Augen und weniger fest verortbare oder fest beschreibbare oder verallgemeinerbare Organisationsformen. Weil die Dezentralität kann unheimlich viele Aspekte betreffen. Die Autonomie, die adressiert wird, kann viele Facetten haben. Man muss auch mal fragen, so aus organisationstheoretischer Sicht, ist das überhaupt eine Organisationsform? Und was macht eigentlich eine Organisationsform aus? So. Und da es keinen verallgemeinerbaren Begriff gibt von der DAO, also aus meiner Sicht, ist es natürlich schwierig, da ein rechtliches Konstrukt drunter zu legen oder da irgendwie eine rechtliche Basis zu bilden. Ja, aber es gibt das. Ja, freilich denke ich mal, es ist eher so eine Art Trendsetting oder man versucht, so einen Trend zu etablieren. Ist ja auch in Europa ähnlich, dass es da Crypto Valley Zug gibt oder Liechtenstein mit ihrem Container-Gesetz, also dieses spezifische Token-Gesetz, was sie da etabliert haben. Aber man muss bei allen immer sagen, diejenigen Staaten, die für DAOs bestimmte Strukturen etablieren, die hören dann aber auch auf an der Grenze des Staates. Ja, das heißt, ich kann die DAO innerhalb Vermonts und möglicherweise wie in Liechtenstein halt auch die Token innerhalb Liechtensteins handeln. Aber so wie ich grenzüberschreitend tätig bin oder dieses Vehikel außerhalb dieses Staates nutzen will, dann fällt das ein Stück weit in sich zusammen. Dann fehlt genau die Rechtssicherheit, die viele Leute suchen, die sich damit beschäftigen oder die eine DAO errichten wollen. Mit denen habe ich auch zu tun. Da muss man auch sagen, dass wenn man jetzt in Europa eine DAO-artige Unternehmensform etablieren möchte, dass natürlich weder amerikanische Rechtsform noch liechtensteinische Rechtsform da ein gängiges Modell sind, um halt das umsetzen zu können. Ja, das ist einfach immer noch zu rechtsunsicher. Wie könnte man in der DAO so, was ist das Neue daran? Wie kann man das erklären? Ja, es ist im Grunde gar nicht so einfach. Ja, zumal wenn man, ich habe eine eigene Idee davon, was das ist, aber wer sich das erste Mal vielleicht jetzt mit dem Begriff DAO beschäftigt oder mit der DAO, dem empfehle ich einfach auch das, ich weiß nicht, ob man sieht im Hintergrund, das White Paper zu lesen von Christoph Jentsch von der DAO, dass man mal so einen Bezug bekommt dazu, was man eigentlich runterbrechen muss, was ist es eigentlich? Es ist so eine Art mit Voting gesteuerte, Mitglieder gesteuerte Kryptofondsverwaltung. Ja, muss man eigentlich so runterbrechen. Das ist die Idee, die hinter der DAO steckt oder was es eigentlich gewesen ist. Das heißt, war ein Smart Contract auf Ethereum-Basis. Dort konnte man sich also The DAO-Token damals kaufen.
Und diese Token verkörperten einmal einen Wert und zum Zweiten eine Art Stimmrecht. Und dieses Geld aus dem Tokenkauf, das wurde gepoolt in dem Smart Contract, vereinfacht gesagt. Dann konnte man entsprechende Proposals einreichen, also Vorschläge, wofür man denn Teile dieses Fonds oder dieses Geldes, was dort angesammelt wurde, dieser Kryptowerte einsetzen möchte. Ja, man konnte sich also ein Stück weit bewerben. Das war auch die Idee gewesen, die Slockit damals verfolgt hat. Die wollten sich irgendwie einen Investor schaffen, ja, und raus aus diesem klassischen Investorenprozess. Und dann wurde abgestimmt. Und wenn das Voting positiv ausfiel, dann bekam man einen bestimmten Betrag ausgezahlt, also dann einfach Ether sozusagen oder dann überwiesen, vereinfacht, und konnte diese entsprechend einsetzen, und dafür bekam die DAO dann so oder so, zumindest die Idee, irgendeine Zahlung, eine Rendite zurück, und die wurde dann wiederum an die anderen ausgeschüttet. Also mehr war es im Grunde nicht gewesen. Darum ist auch, wenn man sich mit Christoph unterhält, da immer von einer Art mitgliedergesteuerter Fondsverwaltung die Rede. Ne? Mhm. Aber freilich war es insofern erstmal etwas völlig Neues, weil eben kein spezifisches Team in der Mitte stand, also oder ein Startup oder ein Unternehmen oder sonst irgendetwas, sondern was eben rein codebasiert gewesen ist. Es war nur ein Computerprogramm, was letztlich dann auf vordeterminierte Art und Weise die Zahlungsströme gesteuert hat. Alle, die sich beteiligt haben, konnten partizipieren, konnten mitwirken, konnten abstimmen. Und das war letztlich dann das Neue an dieser Struktur in meinen Augen, dass es eben keinen einzelnen juristischen oder natürlichen Personen zugeordnet werden konnte. Ja, mhm. Danach ging ein bisschen was schief. Ich meine, die Geschichte geht natürlich auch weiter, weil natürlich der Code hatte so ein paar Defizite, nenne ich es jetzt mal. Und dann wurde das auch ein Stück weit ausgenutzt von jemandem. Und das große Problem war dann, dass das dann zu einer großen Fork führte. Und deswegen gibt es heute Ethereum Classic. Ja, und ja, alles nicht so einfach, aber will ich gar nicht so auf die DAO jetzt den Fokus schwenken. So, und das Problem ist jetzt, dass alle nachfolgenden DAOs in meinen Augen immer darauf aufsetzen, ja, und das versuchen dann zu modifizieren. Also es gibt anderartige DAOs, die haben dann diese Abstimmungsprozesse weiterentwickelt, neue Abstimmungsverfahren, neue Voting-Rechte etabliert. Aber irgendwie ist es nie aus dieser Fondsverwaltung ausgekommen, in meinen Augen. Und das ist ein Stück weit schade, weil man nämlich mit diesem dezentralen, autonomen Ansatz natürlich auch in der Lage wäre, wirklich Unternehmen mal gänzlich neu zu denken. Ne? Also, aber da muss man vorher mal drüber nachdenken, was eigentlich dezentral heißt. Und dezentral, so wie es im dortigen Sinn verstanden wird, hieß einfach, ja, es gibt kein Zentrum. Ja, und die Idee war ja auch gewesen, es gibt keinen Geschäftsführer oder keinen Vorstand, der das steuert. Dezentral natürlich auch technisch bedingt, weil es auf einem dezentralen Netzwerk lief. Ja, das lag insofern auch nahe. Und autonom insofern ist auch, wenn man autonom anders übersetzt, als unabhängig. Ja, von wem war diese Struktur unabhängig? Halt von einzelnen Akteuren. Na, da kann man insofern auch schon ein Fragezeichen dran machen, ob die so tatsächlich so unabhängig war. War sie letztlich nicht faktisch durch diesen einen, der denn diesen Code, diesen Bug ausgenutzt hat und vielleicht dann auch von denjenigen, die es etabliert haben, ein Stück weit. Man hat sich in meinen Augen leider nicht mit den Begriffen weiter auseinandergesetzt. Organisationsform war es in meinen Augen gar nicht, ja, weil wenn man sich mit der Organisationsform als solche beschäftigt, wie definiert man eine Organisation? Ja, ist gar nicht so einfach. Dann kommt man zumindest im Grundsatz oder im Kern, also die grundlegende Basis einer jeden Organisation ist soziale Interaktion. Ja, das fängt halt an mit uns, die wir jetzt so eine Art Organisation bilden. Und das wage ich mal zu bezweifeln, dass das bei der DAO so stattgefunden hat. Weil dort konnte jeder mitmachen. Die Beteiligten kannten sich untereinander überhaupt nicht. Keiner musste jemanden fragen, ob er mitmacht oder ob er rausgeht oder wie auch immer. Insofern fehlt gerade dieses soziale Element, was grundlegend ist für eine Organisationsbildung, dass man einen gemeinsamen Zweck etabliert, so eine gemeinsame Marschrichtung. Ja, alle kennen vielleicht Herr der Ringe, ja, das Buch oder den Film. Ja, wenn sich so verschiedene Akteure zusammentun und dann ein bestimmtes Ziel haben, ja, den Ring zu zerstören. So. Mhm. Und gibt es bei den meisten DAOs eben nicht aufgrund dieser Anonymität, die natürlich systemimmanent ist, klar, aber das folgt eben auch daraus, dass da so keinerlei Bindungswirkungen sind. Ja, die kann man kann rein, man kann raus, man muss niemanden fragen. Aber wenn jeder ist da vielleicht auch in so einer Organisation irgendwo mal beteiligt oder befasst,
da merkt man, da gibt es so eine ganz spezifische soziale Interaktion, soziale Strukturen. Mhm. Und das fehlt mir so ein Stück weit bei allen, bei den meisten DAOs. Mhm. Ja? Also, aber es ist Ansichtssache. Mhm. Nun ist es ja so, dass die DAO als Code auch updatebar war oder ist. Das heißt, man hätte die Sammlung von Smart Contracts konnte man ja updaten. Wurde ja auch gemacht. Nicht nur die Blockchain wurde damals, ich sag mal, durch Hardfork geändert, sondern auch die Update-Veränderbarkeit des Codes, der Smart Contract selbst. Ist das eventuell dann doch wieder eine letztendlich juristische Person? Denn wenn jemand oder eine Gruppe in der Lage ist, den Code abzudaten, dann ist das ja doch wieder auch eine juristische Person, die letztendlich haftbar oder in Bezug genommen werden könnte. Naja, das sind nur drei verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Also einmal, ich weiß jetzt wirklich, weiß ich nicht, ob sie da updatebar war in der Form. Ja? Also weil sonst hätte man es ja möglicherweise den Bug anders beheben müssen als durch die Hardfork der gesamten Blockchain. Ja? Mhm. Sei es drum. Aber das Haftungsthema ist auch wieder ein Sonderbereich. Aber was man vielleicht da nochmal erwähnen muss, gerade mit Blick auf das Thema juristische Personen, was überhaupt eine juristische Person ist. Ja? Also weil eine juristische Person wird meist immer nur oder diesen Status erhalten, Vehikel oder Organisationsstrukturen meist immer nur dann, wenn ein Gesetzgeber, sprich eine bestimmte Jurisdiktion, diesen Status verleiht. Ja, also, und da sind wir bei DAOs überhaupt nicht mal ansatzweise in der Nähe, außer vielleicht mit Blick auf die amerikanischen Varianten, wobei man da genau genommen sagen muss, haben die im Grunde eine GmbH genommen und da habe ich gesagt, Form mit Zitronengeschmack und haben dann eine zweite GmbH in das Gesetz reingeschrieben und die kann jetzt wie eine DAO betrieben werden. Aber das heißt, es sind also DAO-artige Strukturen oder vielleicht die den Zweck haben, eine DAO zu organisieren. Aber es ist in der Form immer noch keine DAO als solches. Wobei wir müssten vorher erstmal drüber sprechen, was das genau ist. Ja? Weil ich nämlich diese DAO als Strukturform betrachte, insofern auch technologieneutral und dass die auch ohne Code existieren kann, weil ich das als eine andere Form von Organisation sehe. Also das ist aber meine Definition, die ich mir in den letzten Jahren jetzt so irgendwie erarbeitet habe. Weil ich es offen gestanden zu schade finden würde, wenn jetzt eine DAO auch ausschließlich an Ethereum gekoppelt ist. Ich hatte in Berlin mal bei so einer Convention auch mal mit so DAO, mit Ethereum-Programmierern das mal diskutiert und da ja, der kam mir gleich Gegenwind entgegen. Ja, also alles, wo DAO draufsteht, ist Ethereum drin. Außerhalb dessen kann die gar nicht funktionieren. Na, und da möchte ich auch mal die BISC erwähnen, die BISC-DAO, die aus dem Bitcoin-Space stammt, die schon seit mehreren Jahren auch funktioniert. Ja, und da sieht man es ja, ne? Wobei das natürlich wieder technisch ist. Aber im Grunde müsste man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen, und das ist so ein Stück weit, was ich vermisse auch aus der Szene, dass man das mal technologieneutral beleuchtet und dann vielleicht die Technik als Flankierung nimmt oder als bestimmten Teilaspekt, aber dass man eben nicht nur sagt, naja, eine DAO ist immer eine codebasierte Fondsverwaltung, die durch die Beteiligten, durch einen bestimmten Voting-Mechanismus gesteuert wird. Weil das wäre für mich offen gestanden ein bisschen langweilig, weil wenn man nämlich historisch mal schaut, normalerweise, wenn ich so einen Vortrag habe, halt blende ich immer zwei Bilder ein von Herrn Gierke und Herrn Savigny. Ohne Herrn Gierke hätten wir beispielsweise nicht die juristische Person in Form von Vereinen, Körperschaften und Genossenschaften, wie wir sie heute kennen, weil er vor 150 Jahren eben das etabliert hat, dass er gesagt hat, naja, eine Organisation kann eben unabhängig sein von ihren Mitgliedern und besteht unabhängig davon, ob die eintreten, austreten. Das hat er damals getan, vor 150 Jahren, weil als die Gewerkschaften aufkamen, damals war ja noch, hatten wir noch Monarchie und so weiter, mochten das die entsprechenden Monarchen gar nicht, dass sich da jetzt das Volk irgendwie zur Organisationsform zusammenfindet. Und deswegen haben die gesagt, nein, ohne unsere Genehmigung existiert er nicht als Organisationsform. Und das war sein Anlass zu sagen, nein, Organisationen sind immer unabhängig von den Organisationen oder von den Leuten, die sie errichtet haben und den Mitgliedern. Ja, da sind davon losgelöst. Und der Herr Savigny war derjenige, und auf dieser Basis ist beispielsweise die Genossenschaft etabliert worden und daraus
die sogenannte Begriff der Körperschaft. Und deswegen sprechen wir beispielsweise heute noch von sogenannten Organen. Ja, also jede Aktiengesellschaft hat ja Leitungsorgane, das ist der Vorstand und so weiter. Und das hat sich also verfestigt. Und der zweite ist der Herr Savigny, ohne den es heute die Stiftung nicht gäbe, wie wir sie heute kennen, weil der nämlich letztlich mal so gesagt hat, naja, also es kann auch eine Organisationsform ohne Mitglieder als Basis existieren, die rein nur Vermögenswerte hat. Ja, und auch im Vorgespräch hat der Thor auch schon richtig angemerkt, naja, die Stiftung ist ja irgendwie auch so unabhängig in der Form, weil sie ja überhaupt keine mitgliederstaatliche Struktur hat. Ja, genau. Und das hat sich der Savigny eben auch eine rechtliche Struktur dafür ausgedacht, dass die Stiftung, wie wir sie heute kennen, eben als feste Größe etabliert worden ist. Nur haben die beiden eben versucht, verallgemeinerbare Merkmale zu finden und die haben sich dann fortentwickelt. Und ich sehe im Grunde die DAO jetzt als so eine Möglichkeit, das weiterzudenken, das heutige Organisationsmodell, was eben in der Tat 150 Jahre alt ist. Also unsere sämtlichen Rechtsformen, die wir kennen, ja, sind echt Asbach uralt, muss man sagen. Und dadurch passt auch vieles nicht mehr in die heutige Welt. Ja? Und darum ist der Ansatz, den die darauf verfällt, dass man irgendwie eine unabhängige, ja, vielleicht nicht dezentral, vielleicht neutrale Gesellschaft findet, die eben keinen einzelnen Akteuren gehören, ja, wo vielleicht nicht unbedingt der Shareholder Value alles bestimmt, wobei man das bei den meisten Modellen wieder anzweifeln muss, weil eben doch die Voting Power dann doch an die Anzahl der Token oder an mein investiertes Kapital geknüpft ist. Also man fällt auch so zurück in die alten Formen. Man müsste erst mal drüber nachdenken, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Bevor wir das nicht machen, um jetzt mal diesen großen Bogen zu schließen, brauchen wir mit dem Regulator auch nicht drüber reden, ob der die als juristische Person anerkennt oder so etwas, weil es immer noch nicht feststeht, was es ist. Ja, weil es keine, es gibt vielleicht 1000 DAOs, die alle eigenständige Strukturen sind, ähneln sich vielleicht ein bisschen, ja, müsste mal irgendjemand mal sich auf den Weg machen, das alles zu katalogisieren, ich mache es nicht. Aber das fehlt halt. Und ohne das kriegen wir den juristischen Status nicht hin. Was man allerdings machen kann, ist, eine DAO anzuschauen, also das mache ich teilweise in meinem Tagesgeschäft, dass Leute zu mir kommen und sagen, wir haben vor, eine DAO zu machen. Und dann diskutieren wir immer die Begriffe, was versteht ihr unter dezentral, was wollt ihr mit einer Autonomen, was wollt ihr damit machen? Und dann gucke ich, welches Modell draußen an den Vehikeln, die wir so haben, am besten passt und versuche sozusagen eine DAO-artige eine bekannte Rechtsform DAO-artig aufzubauen und das umzuinterpretieren und das umzujustieren, dass man zumindest dann etwas hat, was den Interessen nahe kommt. Es sei denn, muss man auch sagen, man will die DAO nur nutzen, um so einen Marketingbegriff zu benutzen, was leider auch der Fall ist. Gibt es übrigens auch im Internet von, ich kenne jetzt bloß den Vornamen von der Rebecca, bei Medium einen schönen Artikel darüber, dass die meisten DAOs dann doch irgendwie nur Marketing sind und eigentlich keinen Impact haben, weil man trifft sich, man hat eine DAO und alles ist wow, alles sind da, aber die macht nichts. Und wenn ich so eine Leute habe, denn die wollen halt eine DAO haben, weil sie eine DAO haben wollen und wollen irgendwie nicht haften, aber da sage ich dann immer gleich, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja? Also was ich eher mache, ist, ich versuche halt Leute zu hinterfragen, was wollt ihr? Und dann nehmen wir das, was momentan da ist, und dann machen wir so MacGyver-mäßig eine Kombination aus verschiedenen Rechtsformen, um zu dem Ziel hinzukommen. Aber das hat, dann gibt es eine juristische Person, aber das sind dann vielleicht klassische Modelle, aber die dennoch dezentral autonom organisiert sind. Ich fand es erstmal gut, dass du den Ralf da vorhin zurechtgestützt hast, Markus, weil die Ethereum-Freaks denken immer, dass die DAO die erste DAO war. Und Dash von sich sagt ja, dass sie die erste DAO waren. Und theoretisch habe ich aber auch gelesen, dass einige Leute sagen, Bitcoin als Netzwerk könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen DAO-artig interpretieren. Ist jetzt nicht so die klassische DAO, aber hat zumindest so Grundzüge, weil es, weniger zentrale Punkte gibt und keiner so richtig darüber bestimmt. Wie siehst du das, dass wir uns da vielleicht von dieser Richtung auch mal ein bisschen an den Begriff der DAO rantasten? Ja, also ich kenne die Diskussion und ich habe auch ein bisschen was dazu geschrieben. Im Medium findet man unter meinem Namen da auch ein paar Texte dazu. Genau, also es gibt diese Diskussion bei Bitcoin. Da hatte ich sogar unter einem Medium-Artikel mal eine Diskussion, weil ich sehe es nicht als DAO ein, weil mir dort eben dieses organisatorische Element fehlt. Ja? Weil es gibt keine soziale Bindung unter den Akteuren, weil eben Bitcoin, vereinfacht formuliert, funktioniert ja primär deswegen, weil jeder unheimlich nach seinem eigenen Nutzen oder mit seinem Eigennutzen
sich motivieren lässt oder motiviert ist und danach strebt und das eigennutzenmäßig nutzt das System. Und so funktioniert in meinen Augen eine Organisation nicht. Die hat immer einen organisationsbezogenen Nutzen oder einen Zweck und daraus fließen möglicherweise dann auch partizipatorische Elemente. Aber im Grunde geht es bei einer Organisation immer um was Gemeinschaftliches, was dann irgendwie sich in die Organisation reinfließt. Ja? Und das ist bei Bitcoin nicht so. Die Miner haben ihre eigenen Interessen, also nach meiner Auffassung, ne? Also doch, kannst du natürlich sagen. Ja, das ist Bitcoin-Netzwerk an sich, die gleiche Plattform, ja, die gleiche Infrastruktur. Ja, richtig. Aber die Akteure, die haben keinen gemeinsamen Nutzen. Die haben nur einen Einzelnutzen. Die Miner machen nur das, weil sie damit Geld verdienen. Der Bitcoin-Benutzer nutzt Bitcoin, um was auch immer damit zu tun. Die Entwickler haben einen spezifischen Nutzen, der auch möglicherweise dann auch nur auf Eigennutz basiert. Alle wollen, dass die Plattform läuft, da bin ich bei dir. Ja? Aber es fehlt in meinen Augen so ein spezifisches verbindendes Element. Das ist drum ist eher Bitcoin und in die Richtung Allmende einzuordnen. Das heißt, ich habe irgendeine, hier gibt es beispielsweise in den Schweizer Bergen, ne, da gibt es irgendwelche Bergseen oder die Wiesen, die Almen dort und jeder Bauer benutzt die Almen und derjenige, der zu viel diese nutzt, ne, der schädigt die anderen. Irgendwie gleicht sich das dann aus. Da gibt es so Almende-Forschung auch in dem Kontext oder die Wasserreservate in Kalifornien, ist ähnliches Verhältnis. Aber selber haben die keine Organisation in der Form, sondern es ist mehr so, ich weiß, wenn ich es über Gebühr nutze, schade ich mir irgendwie selbst. Also nutze ich es nur bis zur gewissen Grenze und das ist aber keine Organisationsform. Anders wäre es, man findet sich zusammen und sagt, pass auf, wir wollen jetzt hier diese Alm bewirtschaften, wir sind 6 Leute, wir organisieren das jetzt wie folgt und dann hast du das aber dann schon, dann wird es zentralisiert ein Stück weit. Ja, dann ist es nicht mehr frei. Ja, ähnlich, vielleicht in der Form dann. Ne? Aber das ist vielleicht genauso der Unterschied, ob ich so ein allgemein nutzbares Gut habe, was durch bestimmte Incentivierungsmechanismen von allen so genutzt wird, dass es fortexistieren kann, oder ich etabliere eine Organisation, um einen gewissen Zweck zu erreichen, ja, der wiederum allen zugutekommt. Und da kann man natürlich schön drüber streiten. Das ist natürlich auch teilweise theoretisch, weil Bitcoin ist es völlig egal, was es ist. Es funktioniert ja. Es ist aber so ein grundlegendes Problem, was du vielleicht jetzt ansprichst. Was ich bei den meisten DAOs immer sehe, ist, dass die eben von einem gewissen Team halt so etabliert werden und alle folgen dann diesen Regeln. Ja, also wenn ich, eine DAO ist eigentlich in meinem Verständnis etwas, was so gemeinschaftlich wächst und losgelöst ist von einzelnen Akteuren vielleicht. Wie gesagt, für Bitcoin gibt es ja auch gerade ja auch keine Marketingabteilung. Aber wenn man sieht, was manche DAOs immer, die als erstes haben die einen Twitter-Account und dann wird getwittert und alle neuen Sachen bekannt gegeben. Ja, ist das im Interesse aller oder was ist der Hintergrund? Aber jedenfalls ist es irgendeine Person, die für die DAO dann spricht. Und das ist dann in meinen Augen, wenn man den originären Struktur der DAO versteht, als dezentrale, unabhängige Form, passt das nicht, weil dann ist sie eben doch abhängig von bestimmten Akteuren und dann doch zentralistisch auf eine Person gemünzt oder auf einen bestimmten Personenkreis. Ja, ja gut, alles oder vieles, was heute dezentral ist, hat ja eine zentrale Geburt. Gerade jetzt. Ja, eher anders. Ja, ich sehe es anders. Also die Welt war dezentral. Unsere, auch die Industrie war dezentral und die wurde insbesondere durch die Industrialisierung zentralisiert. Einfach, man bildete Knotenpunkte, damit man kürzere Wege hat, um Transaktionskosten zu sparen, um Kapital zu poolen. Also kann man sich einfach nur damit beschäftigen. Und was die Dezentralität jetzt versucht, die versucht es wieder auseinanderzuziehen. Das Problem ist, es funktioniert nicht so. Zentralität hat auch einen unheimlich ökonomischen Nutzen. Ja, weil ich kürzere Wege, aber auch kürzere Entscheidungsprozesse. Das ist auch ein Punkt, der in meinen Augen sehr überschätzt wird bei DAOs, dass man denkt, dass alle dann gleichmäßig oder alle machen mit, alle stimmen mit ab, alle beteiligen sich und so weiter. Das ist aber nicht so der Fall. Das sieht man auch in der Realität draußen. Ja, also wer Mitglied ist in einem großen Verein oder in einer großen Genossenschaft, der braucht sich bloß mal angucken, wie die Jahreshauptversammlungen oder Generalversammlungen besucht werden. Das ist meist unter 10%. Und so ist es auch bei den DAOs sicherlich. Ja, die wenigsten sind immer alle Akteure dabei. Das heißt, man, und das ist auch so ein Punkt, wo man so ein bisschen was reininterpretiert. Und im Grunde ist das die Ursache dafür, dass man vielleicht auch dann zentrale Strukturen braucht. Weil wenn man immer alle ranholen muss, um zu entscheiden,
verlangsamt das Entscheidungsprozesse, ja, enorm und erhöht vielleicht auch das Konfliktpotenzial. Und das hat übrigens der Gierke vor Jahren, also vor 150 Jahren schon gesehen und hat deshalb den Vorstand erfunden, weil er sagt, naja, durch einen Vorstand werde ich agiler, ja, und habe in der Form dann eine unabhängige Person, die gewählt wird von allen, ja, die jederzeit wieder abgewählt werden kann, wissen auch die wenigsten, dass man jederzeit einen Vorstand von heute auf morgen abwählen kann, ohne dass man rechtliche Hürden da im Weg hat. Aber der repräsentiert die und der trifft jetzt die Entscheidungen. Und das Gute war bei seiner Idee, dass die Organisation eben unabhängig war von den Mitgliedern und insbesondere, wenn Mitglieder permanent für die Entscheidungen benötigt werden, ja, und die Mitglieder dann aber alle irgendwie verschwinden, weil sie entweder damals krank wurden oder in Kerker landeten oder keine Lust mehr hatten oder was auch immer, gestorben sind, dann würde die Existenz der Organisation zum einen dranhängen, aber auch die Entscheidungsfähigkeit. Ja, und deswegen hat man dann diese Vorstandsfigur etabliert, damit man eben unabhängig bleibt von dem, praktisch von den Wechselwirkungen oder von den Wechselfällen des Lebens oder menschlichen Dasein. Und deswegen ist Zentralisierung schon ein gutes Moment. Ja, also alles zu dezentralisieren halte ich für schwierig, insbesondere mit Entscheidungsfindung. Das ist beispielsweise auch ein Punkt, wenn man bei der DAO spricht, was wird denn nun dezentralisiert? Wird die Macht dezentralisiert? Werden die Entscheidungswege dezentralisiert? Wird das Vermögen, was sie haben soll, dezentralisiert? Was ist denn das dezentralisiert etwas dort? Oder ist es einfach bloß dezentral, weil es auf verschiedenen Servern liegt, weil ich einen Smart Contract habe? Ja, also das sind so Fragen, die ich in meinen Workshops oder wenn wir Dinge besprechen, immer auch mal frage, was wollt ihr denn mit der Dezentralität eigentlich erreichen? Ja, habt ihr Angst, dass irgendein Akteur irgendwie die Macht an sich reißt und dort alleine entscheidet? Ja, und wenn dann die Antwort ja ist, dann sage ich, aber warum habt ihr dann ein reine tokenbasiertes Voting-Power-System, wo es nur darum geht, wer die meisten Token hat, der bestimmt, weil das hat nichts mit Dezentralität zu tun. Da sind wir immer eher bei der Genossenschaft, wo One Man, One Vote ist, egal wie viel du investierst, ja, dann ist das eher so ein Genossenschaftsmodell. Bei Bitcoin nur so als Anmerkung gibt es ja auch was Zentrales, und zwar die Blockchain. Es gibt nur eine einzige Bitcoin-Blockchain. Das heißt, ich habe auch immer Wechselspiel zwischen was Zentralen und Dezentralen. Aber ich wollte noch eine andere Frage stellen. Du hattest vorhin gesagt, die DAOs, die jetzt so aktuell so am Start sind, also wenn es jetzt in deinen Augen auch meistens DAOs sind, die haben meistens oder sind meistens nur so Geldverwaltungspools. Plus, wenn du eine juristische Person oder wenn du, es gibt ja natürliche Personen, die Rechtsgeschäfte eingehen können. Es gibt juristische Personen, die sind dann vor 150 Jahren gemacht wurden, die auch Rechtsgeschäfte machen, eingehen können. Und wenn du ein Rechtsgeschäft eingehen tust, dann fließt da auf der anderen Seite in der Regel immer irgendwie Geld, also irgendwelche Werte. So, und wenn die DAO über Werte, über so ein, über eine Schatzkammer oder wie man es auch immer nennt, Treasure, sagen die ja die Engländer, verfügt, dann kann sie ja mit diesem Geld, was da drin ist, einkaufen. Und von daher würde ich das nicht zu stark reduzieren, dass die Geld haben. Die haben eine wichtige Voraussetzung, die haben Geld und mit dem Geld können sie jetzt irgendwas tun. Und das, denke ich mal, ist ein wichtiges Merkmal auch für eine Organisation. Könnten ja auch Firmenanteile von irgendwelchen Firmen kaufen. Ja, richtig. Also die juristische Person, hatte ich ja vorhin auch erwähnt, ist ein Feature, was die hat, warum es die juristische Person gibt, ist, dass sie natürlich Vermögenszuordnungsobjekt sein können. Ja, also nicht mehr den Mitgliedern gehört das Vermögen, sondern es soll halt auf die Organisation übertragen werden. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Mhm. Und insofern haben natürlich alle juristischen Personen, mehr oder weniger, ja, kommt drauf an, wie ob man jetzt in eine Krise oder eine Insolvenz rutscht oder nicht, dann ist das Geld weg. Aber da haben die natürlich Vermögen. Aber gibt es eine theoretische oder eine rechtswissenschaftliche Diskussion darüber sogar, ob, um Organisation zu sein oder um eine Gesellschaft zu sein, Vermögen Voraussetzung ist. Und da sagen die meisten ja eigentlich nicht, weil eben dieses soziale Element, dieser gemeinschaftliche Zweck und in der Summe aller Teile, wir bewegen etwas, ja, und wir versuchen irgendetwas zu erreichen, dass der im Vordergrund steht und Geld nur der praktisch das Mittel ist, um den Zweck zu erreichen. Und natürlich kannst du mit einer Organisationsform, die, sage ich mal, real existiert, wie wir vier jetzt hier, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, ja, außer jetzt immer zu entscheiden, wenn wir jetzt irgendwie so eine Kasse bilden würden, jeder legt da 5 Euro oder 5 Bitcoin, ja, 5 Bitcoin nicht, 5, wie hieß es, Dogecoin? Nee, habe ich schon wieder vergessen. Dogecoin. Ja, das legen wir da jetzt rein.
Und dann, was machen wir jetzt damit? Und dann stimmen wir ab. Ich schlage vor, wir kaufen jetzt damit einen Stollen. Die Adventszeit beginnt und dann gucke ich mal, ob mein Proposal durchgeht oder nicht. Ich bin dafür, wir kaufen Katzentoken. Katzentoken, na gut. Weil ich würde vielleicht als Zweck noch vorgeben, okay, lass uns doch eine Weihnachtsfeier machen oder irgendwie zusammentreffen und auch immer noch einen Glühwein und da haben wir einen schönen, geselligen Abend. Ja, und dann nutzen wir das so als Vehikel. Jetzt muss man so als Bild gesprochen. Und das kannst du in meinen Augen mit den meisten DAOs aufgrund der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit, die dort besteht. Ja, freilich kann man über, was weiß ich, über die ganzen Messenger-Systeme miteinander kommunizieren. Dadurch, dass die vielleicht unterschiedliche Interessen haben, sich auch nicht kennen und da fehlt so dieses soziale Etwas. Das ist meist zurückzuführen auf monetäre Interessen. Ja, das ist freilich bei der Aktiengesellschaft auch so. Ja, der Aktionär kauft Aktien, um Dividenden zu erhalten. Ja, darum ist er auch extrem weit draußen. Die Aktiengesellschaft ist völlig unabhängig in den Entscheidungen von den Aktionären. Also der Vorstand ist beispielsweise nicht weisungsabhängig wie in anderen Strukturen, wie bei der GmbH beispielsweise. Aber das ist eben auch so eine Fortentwicklung. Aber die Aktiengesellschaft selber oder das, wo das passiert, was den Zweck verwirklicht, da ist halt sehr viel Interaktion, findet sehr viel statt unter den Akteuren. Da ist natürlich einfach, wenn ich es beschränke, wenn ich eine DAO beschränke auf rein technische Aspekte vielleicht jetzt auch oder ausschließlich monetäre Aspekte oder vermögensverwaltende Aspekte, dann habe ich eine Funktion. Es gibt vermögensverwaltende Gesellschaften, gibt es ja auch, aber die sind halt eindimensional, sage ich jetzt mal. Damit kann ich jetzt schlecht die Welt verändern, sage ich mal so als These. Sondern wenn, muss ich irgendwie ein Stück weit mehr machen und man sollte vielleicht auch so ein bisschen mehr aus sich raus, das kann doch jetzt nicht das Ende vom Lied sein, zu sagen, wir können jetzt einen Smart Contract machen, der kann Fondsverwaltung, das kann alles super mit Abstimmungstool und that's it. Ja, das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Na, Markus, wir hatten ja diese Diskussion, wo du jetzt schon vor 5 Jahren immer mal aus den Anfängen des Blockchain-Meetups Saxony, da haben wir ja auch gesagt, naja, wie können wir uns vorstellen, dass das autonom handelnde Wirtschaftsobjekt, sei es ein 3D-Drucker, der sich vermietet, seine Kapazität automatisch anbietet, gesteuert durch eine DAO mit oder ein Elektroauto-Flotte, die autonom entscheidet, tanken zu fahren, die jemanden rumfährt als Taxi, die autonom handeln, Wirtschaftsobjekte. Und du hast ja vorhin gesagt, die eigentlichen Organisationsformen, die neu waren, haben seit 150 Jahren die Genossenschaft, die Stiftung, keine Weiterentwicklung erfahren. Wie siehst du das in der Kombination aus Elektroauto, KI, Code, DAO? Also, dass eine Maschinen oder Dinge vielleicht anstatt einer juristischen Person sozusagen eine DAO oder eine neue Gesellschaftsform bilden, die ja auch Geld einnehmen und ausgeben könnten, wie so ein autonom fahrendes Auto, Taxi. Wie siehst du das in der aktuellen Situation, dass wir das eigentlich bräuchten, so etwas? Und gibt es in Deutschland oder in Europa oder in der Schweiz, gehört damit zu Europa, irgendwo juristische Forschung in diese Richtung? Gibt es. Und zwar gab es auch vor Jahren schon so das Projekt auch von EU-Seite zur sogenannten E-Person. Ja, und man hat also genau das probiert, was du jetzt angesprochen hast. Man hat insbesondere im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren überlegt, wie können wir insbesondere das Haftungsrisiko kanalisieren, was dort besteht, weil natürlich der Hersteller, und da muss man auch schon fragen, welcher, ne, bei so einem PKW, was autonom fährt, ist es dann nur praktisch der, die Hardware macht oder vielleicht auch der Softwarehersteller, wer die KI programmiert hat und so weiter und so fort, gibt es ja verschiedene Akteure, die wollen natürlich nicht haften, wenn der in die Kindergartengruppe reinfährt, dieses Auto. Ja. Also hat man sich überlegt, die Initiative etabliert, zur sogenannten E-Person, dass man also diesem Auto eine eigenständige Rechtspersönlichkeit zuspricht, wie wir es eben auch schon machen bei der Aktiengesellschaft und der GmbH, weil wir ja dort auch quasi, haben wir ja gerade besprochen, Vermögenswerte verselbstständigt in gewisser Weise, weil ich dort sage, okay, das ist eine juristische Person, gehört nicht den Akteuren, sondern gehört halt insofern diesem virtuellen Etwas. Und diese Bewegung ist arg auf Widerstand gestoßen, insbesondere in der Lehre, also in der Rechtswissenschaftenlehre, die gibt es einige Professoren, die da vehement dagegen angeschrieben haben und gesagt, das kann nicht sein,
dass wir das Haftungsrisiko insbesondere, was dort steht, jetzt dadurch versuchen zu lösen, dass wir da dem eine eigenständige Identität zuweisen und dann so tun, als sei der Pkw analog einer natürlichen oder juristischen Person zu behandeln. Ja, also da ist die Entwicklung, glaube ich, jetzt nicht weiter vorangeschritten, weil die nach wie vor diese großen Probleme bestehen. Man hat sich, glaube ich, jetzt erstmal darauf verständigt, dass man erstmal so ethische Leitlinien etablieren will, generell für solche autonomen Systeme oder Thema KI, also dass das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Die Frage, die ich in dem Zusammenhang natürlich stelle, ist, ja, muss man denn das wiederum auf das Vermögen die juristische Person beziehen oder das als DAO strukturieren? Ja, weil das wäre wiederum bloß, dass irgendwie mehrere Leute tun sich zusammen, finanzieren so ein Auto und profitieren dann davon, dass das rumfährt und vielleicht als Taxi bestimmte Gewinne macht. Was ich viel spannender finde, die Idee, dass man eben diese Plattformen, die wir heute alle kennen, dass man die eher als dezentrale autonome Organisationen umbaut, ja, also wie die Big Four, Namen nenne ich jetzt mal nicht, weiß, glaube ich, jeder, wer damit gemeint ist, dass ich eben diese Strukturen oder solche Plattformen etabliere, die eben vielleicht dann keinem gehören, aber von allen genutzt werden können. Ja, also insofern autonom sind, in dem Sinne, dass sie keinem Einzelnen zuordbar sind, aber dezentral gesteuert werden, dass eben nicht ein einzelner Akteur sagt, wer seine Plattform wie benutzen kann, sondern eben jeder diese Plattform nutzen kann. Da könnte man beispielsweise im Rahmen von E-Mobilität das so strukturieren, dass man sagt eben, es kommen verschiedene Akteure aus diesem Bereich zusammen, beispielsweise die Infrastruktur bauen, die Ladesäulen bauen, meinetwegen die PKWs bauen, die Zahlungssysteme etablieren, die Apps programmieren etc. Und alle zusammen bauen diese Infrastruktur, ja, und die gehört aber keinem der einzelnen Akteure, sodass wir keinen Gatekeeper haben. Ja, jeder kann diese Infrastruktur nutzen. Es gibt völlig frei, das zu tun, wenn es halt der Struktur insgesamt dient. Ja, und jeder kann die halt aber auch nutzen zu seinem eigenen Benefit. Ja, das heißt, derjenige, der dann eine App produziert für diese Infrastruktur, der kann halt daraus seinen Benefit ziehen. Der da die PKWs oder Ladesäulen zur Verfügung stellt, kann eben auch seinen Benefit daraus ziehen. Wenn das die Infrastruktur irgendwie neu justiert werden muss, was weiß ich, weiterentwickelt werden muss, machen das alle Akteure. Da kann man dann bestimmte Abstimmungsmechanismen etablieren. Meinetwegen, wer viel in dem Projekt sehr viel Ahnung hat, soll hier an der Stelle entscheiden. Wer vielleicht mehr Wagniskapital reingibt, kann an der Stelle entscheiden, bekommt dann aber nicht mehr Anteile oder mehr Macht in dem Kontext, sondern vielleicht nur Gestaltungsrechte oder kann vielleicht dann bei bestimmten Projekten das mit steuernd mitwirken oder etc. kann man ja dann alle möglichen gestalten. Das finde ich insofern viel spannender, eine Idee, dass man sozusagen diese DAO, diese Begriffe ummünzt. Ja? Also nicht mehr von DAO spricht, sondern vielleicht von einer, ja, demokratisch würde ich es jetzt auch nicht nennen, weil dieses One-Man-One-Vote auch nicht unbedingt immer oder das Allheilmittel ist, aber vielleicht von einer neutralen Organisationsplattformstruktur, die dann eben jeder etablieren kann für alle möglichen Projekte, ja, und die dann halt projektbezogen fungiert oder halt dauerhaft fungiert, ne? Da kann, sag ich mal, ist der Fantasie eigentlich eine Grenze gesetzt. Ist zumindest das, was ich versuche voranzutreiben, auch mit verschiedenen Projekten, dass wir weniger darauf schauen, wie bekommen wir Vermögenswerte unabhängig, sondern wie bekommen wir eher so Infrastrukturen gemeinschaftlich, ja, vielleicht so ein Stück weit, du hast angesprochen, wie Bitcoin-artig, so ein Allmende-mäßig organisiert, dass das dann insgesamt für alle wieder nutzbringend ist und eben nicht nur diesen Effekt hat, dass dann Digitalisierung zu Abhängigkeiten von einzelnen Akteuren führt. Wie, ich glaube, heute kam ja irgendwie, hat der Europäische Gerichtshof eine Milliardenstrafe von Google, ich glaube, über 2 Milliarden bestätigt, weil die wiederum im Markt extrem dominant auftreten. Ja, und dass sich eben dieses Problem damit löst. Jetzt auf das Meetup von letzter Woche, vom 3.11. in Stuttgart ab, über den Begriff Competition, ne? Also bei der Infrastruktur, bei den Rahmen, bei den Sachen gemeinschaftlich und dann bloß, sag mal, bei den Dienstleistungen als Wettbewerber. Aber ich denke mal, das kann man auch in Form eines Vereins, einer Genossenschaft oder wie auch immer organisieren. Da muss man jetzt nicht irgendwie eine DAO irgendwo aus dem Hut zaubern. Ich denke mal, eine DAO. Was verstehst du unter DAO? Ja, ist schon richtig. Das hängt ja davon ab. Ja. Ne?
Also würde man sagen, wenn die Leute sich kennen, brauche ich keine DAO. Eine DAO brauche ich nur, wenn ich halt, sagen wir mal, viele Leute drin habe, die anonym, pseudonym sind und sich nicht kennen und sich versuchen zu organisieren. Dann würde ich sagen, wäre es halt ein Merkmal für eine DAO. Alles andere kann ich anders regeln. Da gibt es schon Sachen. Und dann ist die Frage, ob man da auch dieses soziale Element, was du sagst bei einer Organisation, da stimme ich dir schon zu, eine Organisation hat doch irgendwie was Soziales. Da muss man halt überlegen, wie man das da irgendwie versucht mit umzusetzen. Ich kaufe mir den Token und bin Mitglied der DAO. Wenn ich jetzt erst in eine GmbH eintreten möchte oder in eine Stiftung oder in eine Genossenschaft, dann habe ich wieder Papierkram. Das ist ja der alte State sozusagen. Das ist ja genau der Ansatz, ne? Du sagst, du vergleichst sozusagen jetzt das Neue mit dem Alten. Ja. Das ist, weil die Genossenschaft 150 Jahre alt ist. Ja? Das heißt, wir müssen die Organisation neu etablieren. Ja? Also brauchen wir denn diese Strukturen? Was ist von denen noch nutzbar oder was können wir weiterentwickeln? Und das ist genau praktisch das, was du sagst, weil natürlich dann viele flüchten. Aber beispielsweise, ja, kann ich die Polypoly-Corp empfehlen. Dort kannst du mit einem Klick Mitglied werden. Das ist eine europäische Genossenschaft. Da habe ich sogar mit gegründet. Da ist das nicht mehr so der Fall. Da gibt es keinen Papierkram. Ja? Bist du mit 5 Euro dabei, bist du Mitglied. Es gibt also so Vehikel, die diesen hohen Digitalisierungsgrad oder Digitalisierungspotenzial haben. Aber das ist genau das, was ich jetzt praktisch meine damit. Ne? Wir müssten unsere Organisation letztlich mal auf Prüfstand stellen. Was brauchen wir noch? Was kann weg? Was müssen wir mal neu denken? Nur das Problem ist immer, wir denken jetzt in zwei Kategorien. Wir kennen das alte Modell und entwickeln aus dieser Schublade heraus was Neues. Und da muss man sagen, ist der Gierke und der Savigny, die ich vorhin genannt habe, die haben auf der grünen Wiese sich das überlegt. Und da muss ich jetzt mal, müsste man mal die Runde fragen, ja, hier, oder wo sind die, die sich mal wirklich mit einem weißen Blatt Papier hinsetzen und mal eine Organisationsform aufmalen? Mal neu, anders als die anderen bisher. Mit anderen Entscheidungsmodellen, mit anderen Leitungsmodellen, mit Verteilungsmodellen, was auch immer. Und genauso passiert das aber in meinen Augen auch in der DAO-Welt. Man hat diese DAO von, ist auch eine Schublade mittlerweile und jeder möchte das irgendwie, dass es so ähnlich ist. Ne? Ich habe diesen Code und darum finde ich auch diese offen gestanden, diese DAO-Anbieter, die es so gibt, Aragon und Co., finde ich jetzt auch so nur mäßig, ja, weil ich habe einen Plattformanbieter, ja, wo ich eine DAO etabliere. Ja, das ist genauso in meinen Augen, als ob ich Bitcoin über eine Bank kaufe. Ja, also das ist nicht Sinn und Zweck der Struktur. Wo ich ganz bei euch bin, wo ich die DAO als eigenständige Organisationsform sehen würde oder als Strukturform, wenn du so eine transnationale, auf Anonymität basierende Struktur etablieren willst, die eben nicht Organisation sein will, sondern die wie so eine Art Infrastrukturnetzwerk ist, ja, wie bei BISC letztlich, die den Bitcoin-Kauf ermöglicht. Und du willst halt transnational sein und das soll insofern vielleicht außerhalb staatlicher Regulierung existieren. Ja, es soll also sozusagen vollkommen zensurfrei sein oder zensurresistent. Und deswegen wählst du den Code und deswegen verteilst du das über die ganze Welt, über ein Netzwerk. Und jeder kann sofort Mitglied in Anführung oder mitmachen, indem er einfach das System nutzt und dann ist er wieder draußen. Das ist in meinen Augen aber keine Organisationsform, sondern das ist irgendwas anderes. Und da hat ein ganz klares Zweck eben den Eingriff von Dritten, also autonom insofern absolut, zu verhindern. Aber das wollen die meisten daraus ja nicht. Oder, also ich meine, bei BISC weiß ich es gibt noch ein paar andere, die sozusagen staatenfreie Organisationen bilden wollen. Die meisten daraus, die ich so draußen rumlaufen sehe, haben eben irgendwie nicht, die zielen auf irgendwas anderes ab, aber wollen halt das nicht. Ja, und das finde ich ist so ein Bereich, da könnte man mal über einen eigenen Strukturtyp nachdenken. Oder würde ich sagen, ja, da gehe ich mit, wenn man sagt, okay, ich will gerade dieses Anonyme, ich will kein soziales Band, ich will einfach bloß eine gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur. Da passt es vielleicht besser hin mittlerweile. Aber eigentlich, wenn man Christophs Idee beispielsweise anschaut, gibt es auch ein schönes Video, so ein TED-Talk auch, wo er sagt, er will eigentlich ein Unternehmen schaffen, das von den Beteiligten gesteuert wird und eben nicht von einem CEO oder von einem Vorstand. Und das ist eine andere Idee, finde ich. Und das ist aber auch eine Idee, die heutzutage auch nicht so die man vorfindet, weil meist immer es dann doch über eine gemeinschaftliche Fonds oder Pool, gepooltes Vermögenverwaltung, das endet dann. Also mehr ist dann nicht. Danke. Aber es ist unheimlich spannend. Markus, du sagst, hast du schon zweimal BISC, also BISC
Q genannt, kennen die auch. Genau. Wir hatten den ja auch mal, weil wir da ein bisschen Richtung Anonymität und Geheimhaltung hatten wir da ein paar Verbesserungen, haben sie auch ein bisschen was umgesetzt. Aber meines Wissens nach steckt bei BISC nur ein Entwickler dahinter. Da weißt du mehr. Also wie gesagt... Es ist keine DAO. Du kannst gut, es nutzen, es ist eine Software, die dezentral ist und der Typ guckt halt, dass er anonym bleibt, damit er nicht irgendwo am Schlawittchen gegriffen werden kann und es dem irgendwie schlecht geht. Aber bei BISC ist keine DAO. Ja, aber dann wieder Tor, du hast vorhin schon gesagt, das mache ich mit einer Genossenschaft, es ist keine DAO, jetzt sagst du wieder keine DAO, da müsste vielleicht mal deine Definition. Ja, okay, DAO, also eine DAO ist eine Organisation, weil bei der Genossenschaft hast du mehrere Mitglieder. Nee, jetzt nicht Genossenschaft. Warum BISC keine DAO ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, weil die Frage ist jetzt, wie definiere ich Organisationsform? Also Organisationsform würde ich sagen, wenn ich jetzt mehrere Mitglieder habe. Bloß bei einer GmbH, die ich selber gründe, wo ich Geschäftsführer bin, habe ich sowas wieder nicht. Da ist die Frage, ist die... Ja, nee, aber du hast vorhin gesagt, bei Bitcoin würdest du das als DAO akzeptieren, weil es ja die Nutzer gibt, die diese Struktur nutzen. Aber wo ist da der Unterschied zu BISC? Der ist da genauso. Ist da auch bei BISC habe ich einen Entwickler und der Entwickler entscheidet über neue Features. Bei Bitcoin habe ich mehrere Leute, die sagen wir, Verbesserungen einreichen können. Es gibt mehrere Entwickler und es gibt auch mehrere Torwerte, also die quasi gucken, welcher neue Code kommt in die nächste Bitcoin-Version rein. Das ist ja auch, sagen wir, dezentraler gemacht worden. Also früher war es mal nur einer, eine Zeit lang. Und dann haben sie gesagt, nee, wir verteilen das auf mehrere Köpfe auf, weil das der Flaschenhals ist. Ich meine, es ist jetzt immer noch eine überschaubare Anzahl von Leuten, aber trotzdem kann da jetzt kein Einzelner erpresst werden. Wusste ich noch nicht, aber das ist natürlich genau der spannende Punkt. Wenn du wirklich von voller Dezentralität sprichst, darf es keine Abhängigkeit von Einzelnen oder einer Personengruppe geben, wenn man das so will. Wobei ich das nie als Ziel ausgeben würde, weil vollkommene Dezentralität... Ich meine, ihr seid technisch versiert, ein dezentrales System abzudaten. Ich glaube, da würde jeder schreien, wegraufen. Das ist doch einfacher. Ich update den Server und die Clients ziehen sich das dann. Ja, also macht man ja nur, weil man keine andere Lösung hat. Das geht ja noch weiter. Ich meine, ich empfehle dir auch ein Buch, und zwar meins, Dezentrales Geld. Und da habe ich mich mal auch ziemlich intensiv mit Dezentralität beschäftigt. Unter anderem auch, wie berechnet man Dezentralität? Wie misst man die? So, und das kannst du kannst die Dezentralität auf Teilbereiche, da kannst du irgendwie bestimmen. Und dann kannst du sagen, okay, das Minimum pro Teilbereich ist halt die Dezentralität des Gesamtsystems. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bereich habe, wo ich nur zwei Entscheidungsträger habe, dann ist das Ding garantiert nicht mehr dezentral. Weil ich genau an diesen Punkt angreifen kann und dann kann ich einen oder beide irgendwie drängen, zu irgendwas zu nötigen. Und schon habe ich, sagen wir mal, die Hoheit über das System. Ganz kurz noch, es gab eine Diskussion, wer ist der Souverän in einem Staat? Das interessiert dich jetzt auch wieder als Jurist. Souverän in dem Staat ist derjenige, der quasi entscheiden kann, ob der Notstand ausgerufen werden muss oder ob er wieder zurückgenommen werden muss oder soll. Und das ist nicht das Staatsoberhaupt oder irgendwer anders, sondern das ist irgendjemand, der das Staatsoberhaupt oder derjenigen, der das jetzt, sag mal, für alle hörbar ausruft, der den nötigen kann. Der ist der Souverän im Staat. Ja, das ist eine Theorie. Ja, also ich kenne die. Finde ich aber sehr plausibel. Aber wenn du guckst auf die DDR, wer war da der Souverän? Das war das Volk zum Schluss. Die standen auf der Straße und da konntest du dreimal den Notstand ausrufen. Zum Schluss aber nur. Vorher nicht? Ja, naja, was heißt zum Schluss? Das war der Anfang letztlich oder Schluss. Aber das ist eine spannende Frage, eine rechtliche Diskussion auch, wer da die Entscheidungshoheit hat. Aber das ist halt das Thema auch in der dezentralen oder beim Begriff der Dezentralität letztlich. Sodass die meisten daraus, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht dezentral sind. Vor diesem Anfang vom Schluss stehen wir vielleicht in Deutschland auch bald wieder. Na, schauen wir mal, aber das wollen wir heute hier nicht besprechen. Markus, was ist denn, wenn du dir was wünschen, kreieren könntest, was wäre deine favorisierte Empfehlung, so was wie eine DAO oder ein autonomes Wirtschaftsobjekt in einer Maschine umzusetzen mit DAO? Ja, also wenn es Wünsche hat man viele. Ich weiß nicht, ob ich mir da was mit der DAO wünschen würde. Ja, ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass die Leute erkennen, dass Kooperation ein Vehikel ist und dass wir vielleicht eine Kooperationsstruktur schaffen. Und da kann vielleicht so eine
Eine DAO, wobei das ist, benutzt man jetzt, in meinen Augen benutze ich das wie Blockchain als Überbegriff für eine neue, vielleicht Organisationsart, aber es ist auch schwierig. Also wenn, würde ich mir eher wünschen, dass die Leute mehr erkennen, dass man kooperieren muss. Und das, oder nicht muss, dass Kooperation mehr Benefit oder mehr Ergebnis für alle bedeutet. Dass wenn alle so ein Stück weit altruistisch auch sind, dass jeder mehr hat am Schluss und es insgesamt ressourcenschonend und dass man nicht immer alles so auf einzelne Akteure verteilt. Das würde ich mir wünschen, weil das ist auch das, was Thor angesprochen hat, diese Competition. Also ich beschäftige mich auch sehr mit Kooperationsfragen und das, finde ich, ist ein spannenderes Etwas. Ja? Also wie können wir mehr Kooperation unter Unternehmen oder Menschen etablieren und insofern vielleicht dadurch bessere Gesellschaft, bessere Ökonomie schaffen. Ja, das würde ich mir wünschen, dass die Leute die Kooperation mehr nutzen. Da gibt es ja zurzeit auch sehr viele Diskussionen, auch im Bitcoin-Umfeld, das Ökonomiebuch, der Bitcoin-Standard. Mittlerweile ist es als Ökonomiebuch anerkannt. Ist ja auch so eine, naja, möglicherweise Ausrichtung auf eine neue Blockchain-basierte Society, Gesellschaftsbetriebssystem, wo alles sozusagen um den Bitcoin herum dann interpretiert wird, sage ich mal. Aber es ist ein interessantes Buch, kann man auch mal lesen. Ich denke, kann man auch mal lesen, ist auch, kann auch kritisiert werden. Ja. Natürlich. Also gerade am Ende. Ja, ja. Derjenige Verfasser, der das Bitcoin, den Bitcoin-Standard rausgegeben hat, gibt jetzt gerade ein neues Buch raus, das heißt der Fiat-Standard. Das Buch soll im Dezember oder Januar erscheinen, sollte man auch mal lesen. Ich lausche euch die ganze Zeit so ganz entspannt, weil es so Spaß macht, dem Markus zuzuhören. Was wäre denn, wenn wir alle unsere wirtschaftliche Tätigkeit oder unser Basisleben nur noch von gerechten bzw. sicheren DAOs steuern ließen? Ich würde mal sagen, unser Leben würde sich gravierend verlangsamen, und weil dieses Entscheidungsdilemma Teil des Systems ist. Da finde ich die DAO nicht unbedingt als Heilsbringer. Das wäre am Ende ja wie so eine Volksabstimmung. Jedes Mal eine Volksabstimmung. Jedes Mal. Bitte, oder man müsste es halt anders machen. Also das ist dann auch wieder so eine scheinbare Dezentralität, wenn doch nur dann 5 Akteure von 10 abstimmen. Ja, und dann ist man wieder, dann ist es nicht im originären Sinne, aber dann braucht man es nicht so labeln, halt in der Form. Was ich spannender finde, ist diese Partizipationsmöglichkeit. Also, dass man vielleicht Organisationsformen schafft oder Unternehmen schafft, wo ich einfach mal mitmachen kann und dann wieder nicht mitmachen kann. Also das, aber den Gedanken habe ich noch nicht weiter, wie das aussehen könnte. Ne? Also, dass man nicht mehr so vielleicht einem einzigen Arbeitgeber zugeordnet ist, einem Unternehmen. Also, dass man einfach, dass es alles so ineinander greift. Ja? Dass man, ja, vielleicht hat man so eine Struktur dort, wo man wohnt oder dort, wo man Freizeit verbringt oder auf Arbeitsebenen oder verschiedene andere Dinge, die so genutzt werden, ja, dass man einfach sagen kann, wir haben so eine Struktur, die kümmert sich halt um die, was weiß ich, um den Nahverkehr in der Stadt oder so etwas, alles so auf Kooperationsebene. Das fände ich eine spannendere Überlegung, ja, weil wir hier, das ist ja immer das Grundproblem, hier müssen wir wieder fragen, was soll hier da steuern, also gerecht klingt gut, Frage ist, was ist gerecht, ja, was nicht willkürlich ist, also was irgendwelchen, wo es sachliche Erwägungen gibt dazu. Sicher, ja, dann kommen wieder die Kritiker, ja, wie bei The DAO, na, wie sicher ist denn Code? Es gibt nicht den perfekten Code. Das heißt, du hast immer irgendwelche Restrisiken und dann kann sich vielleicht jeder selber fragen, ob er rein Code gesteuert irgendwelche Probleme, die einen selbst betreffen, das entscheiden lassen möchte. Ja. Also will ich mich in die Hände von Code begeben? Vielleicht in manchen Formen ja, wenn ich bereit bin, das Ergebnis zu akzeptieren. Nochmal, deswegen gibt es Ethereum Classic, weil man es nicht akzeptieren konnte und auch wollte. Das ist halt das Problem, das Dilemma. Einen guten Ansatz, dass man sich interessenbezogen zusammenfindet und dann versucht, Sachen weiterzuentwickeln. Ja, das ist sowieso eine Art, dass man, ja, das hängt aber auch viel wieder mit dem Staat zusammen, dass es nicht immer diese ganzen, ja, diese Schritte braucht. Ich muss dann eine GmbH etablieren, ich muss dann vielleicht eine Gewerbeanmeldung, sondern dass das so ein fließender Prozess ist. Ich möchte jetzt irgendwie was mit Backwaren machen. Mich interessiert ja Stollen zurzeit, ich esse gerne Stollen drum. Und da mache ich jetzt mal ein Jahr irgendwie mit und bringe da mein Wissen mal mit ein in irgendeiner Form und versuche da mitzuwirken. Und dann, wie Mario vorhin gesagt hat, dann hole ich mir halt einen Token oder einen anderen Zugangsmechanismus.
und sagt dann halt, schwupps, ich bin jetzt hier einfach da und versuche halt, das Projekt irgendwie mit zu unterstützen und bekomme dann irgendwelche Benefits davon. Ja, also das ist so ein bisschen abstrakt jetzt, aber so, weil ich leider keine Zeit habe, das mal richtig durchzudenken. Aber das fände ich eine Variante. Das gab es schon und das wurde auch schon umgesetzt in einem Land. Bloß das Land ist dann durch eine Flugverbotszone ins Chaos gestürzt worden und fängt mit L an. Libyen. Mit L? Libyen. Okay. Gaddafi hatte so Clan-Strukturen. Das heißt, wenn du irgendwie in bestimmten Bereichen, hat er quasi die Entscheidung auf unteren Ebenen quasi sich entwickeln lassen. Und die haben das dann nach oben delegiert. Und er hat es dann meistens umgesetzt. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Aber zumindest war das ein interessantes Modell, den Staat mitzuentwickeln und auch zu steuern und zu lenken. Also ich habe vor ein paar Wochen sogar einen Präsidenten von einem DAO-basierten Staatsgebilde gesprochen und das war bei den Free Private Cities. Da gibt es ja dieses Land, wo die Donau sich zwischen Kroatien und ein bisschen... Lieberland. Ja, und das war schon interessant. Also es gibt sowas schon bereits und... Die wählen sogar, die machen alles, was die abstimmen, machen die ständig mit Wahlen, Smart Contracts und basierten Voting. Interessant. Haben viele Mitglieder, mehr als 5000 Staatsbürger, aber naja, mal sehen, was draus wird. Wir haben diese zweite Frage, die hier auf der Seite ist, schon mal ein bisschen besprochen. Ich würde die einfach mal überspringen, oder? Wie seht ihr das? Ich würde es ein bisschen kürzer stellen. Sagen wir mal, du kannst jetzt irgendeinen Begriff raussuchen, die DAO, jetzt nach deinem Verständnis, welcher der aufgezählten Organisationsrechtsformen ist die vermutlich am nächsten, Markus? Also dann würde ich hier die Genossenschaft und die Stiftung wählen und die miteinander kombinieren. Und zwar, indem man auch Ownership von Usership trennt. Also da habe ich so eine Idee entwickelt, die ich jetzt auch immer versuche an den Mann zu bringen und die gerade bei so Infrastrukturprojekten ganz hilfreich ist, weil viele, gerade wenn so Unternehmen, deutsche Unternehmen, Infrastrukturen erst schaffen müssen für ihre neuen Dienste, haben die immer Angst, dass diese Infrastruktur dann einem Akteur gehört, habe ich ja vorhin auch schon überlegt. Und da war die Idee, dass man eben eine Stiftung nimmt, der das Eigentum an dieser Infrastruktur überträgt. Stiftung hat keine Mitglieder, haben wir vorhin schon gesagt. Und die Stiftung ist praktisch wie so ein Lock-up des Vermögens. Denn das Vermögen kommt keiner mehr ran. Insofern ist es neutralisiert, ja, aber zentralisiert, klar, aber im Grunde neutralisiert. Und dann trennt man aber die Stiftung kann dieses Dingszeug nicht nutzen, die gehört das nur so, sondern die Nutzungsrechte an dieser Struktur, die überträgt man auf eine Genossenschaft. Und eine europäische beispielsweise, also ich habe ein konkretes Modell, wo ich eine europäische Genossenschaft mit einer niederländischen Stiftung, mit einer Stichting, klingt wie Stichling, miteinander kombiniere. Und diese Nutzungsrechte, die lege ich in die Genossenschaft rein und alle Akteure, die jetzt diese Infrastruktur irgendwie nutzen für sich selbst oder die Infrastruktur selber weitertreiben, was auch immer, sind halt in der Genossenschaft. Und dadurch, dass die One Man, One Vote hat, kann niemand diese Genossenschaft dominieren. Aber alle können diese Infrastruktur nutzen. Und keiner kommt daran, weil die ist letztlich in der Stiftung fixiert. So. Und wenn das Projekt scheitert, also wenn das Business scheitert aus der Weiterentwicklung der Nutzungsrechte, ja, dann geht die Genossenschaft baden, ja, aber die Struktur bleibt weiterhin erhalten, sodass ich eine neue Genossenschaft etablieren kann. Die verwebt man da miteinander, aber gibt es auch einen Text bei Medium bei mir dazu, wo ich das kurz anreiße. Also das wären so die zwei Modelle, wo man sie, wobei ich auch dazu sagen muss, nach meiner Idee, was vielleicht diese Unternehmensform, die auch Christoph mit im Sinn hatte, wie ich ihn verstanden habe, vielleicht am nächsten kommt, wo man es real umsetzen kann. Das kann man freilich dann ganz viel auch digitalisieren und mit Votings und sonstigen Sachen beschäftigen, mit implementieren. Das geht alles, auch von der rechtlichen Rahmenbedingung her. Aber das wäre so die, wo man die da vielleicht ein Stück weit mehr nahe kommt. Aber man muss natürlich sagen, was wollen wir nahe kommen? Da müssen wir vorher wieder den Begriff definieren. Das ist halt so ein bisschen das Grundproblem. Aber das ist so ein Modell, wo man, ich spreche dann immer von eigentümerlosen Plattformen, wo man so eine Struktur rechtlich konstruieren kann, die vielleicht eine andere Form von Amazon ist. Also halt praktisch ein gemeinschaftlich nutzbares oder offenes Amazon. Ja. Problem, es braucht natürlich Akteure, die diesen Kooperationsgedanken verstehen. Und wenn halt Unternehmen, deutsche Unternehmen hören, was, ich muss Investitionen und das kriegt dann aber die Stiftung, das gehört mir gar nicht. Und ich bekomme dann nur
so viel Stimmrechte wie jeder andere auch. Und obwohl, egal wie viel ich da investiere, dann fallen die meisten schon aus, weil die dieses Modell halt nicht kennen. Weil kooperationsbasierte Vehikel nicht so anerkannt sind, weil die Unternehmen alle ganz großes Misstrauen untereinander haben, dass denen immer die Ideen geklaut werden oder dass die platt gemacht werden, ja, weil es bisher immer so gewesen ist. Ne? Und das ist halt schwierig zu verkaufen, das Modell. Aber Genossenschaft und Stiftung würde ich ja auswählen. Dieses, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dieses One Person, One Vote ist halt in Blockchain ein bisschen schwer umzusetzen, weil ich kann mir jederzeit unendlich viele Wallets erstellen und hätte dann, wäre dann unendlich viele Personen und würde somit musst du das irgendwo immer über den Wert laufen lassen, den du an, also die Stimmrechte immer dem Wert des, der Token, die du hältst, zuweisen. Ja. Das ist, glaube ich, ein Problem, das ist dann später auch erst erkannt worden, so ein Stück weit, glaube ich, ne? Aber ist richtig, ja. Und was du vorhin noch gesagt hast, die Kommunikation in diesen DAOs, die versuchen das ja mittlerweile. Es ist ja auch alles im Aufbau. Die versuchen ja über Foren am Ende sich auszutauschen, über die du am Ende auch nur Zugriff hast, wenn du den Token selber hältst. Da gibt es ja die Möglichkeiten mittlerweile mit diesen Web3-Schnittstellen, dass du Zugriff auf bestimmte Bereiche von Webseiten nur hast, wenn du halt die entsprechenden Token in der Wallet hast. Ich hoffe aber auch, dass das ein bisschen weitergeht. Was ich mich jetzt frage, wenn die jetzt eben aus dieser vermögensverwaltenden Funktion rauskommen, die DAOs, und wirklich anfangen, ich meine, so eine DAO kann ja innerhalb kürzester Zeit Milliarden an Euro beziehungsweise Dollar zur Verfügung haben. Wenn die jetzt mit einer bestimmten Wirtschaftsmacht in den normalen Markt eintreten und sich wirklich auch Unternehmensteile oder also ganze Unternehmen oder Unternehmensanteile kaufen, dann wäre man ja aus der Vermögensverwaltung raus, weil dann die DAO ja auch wieder das Unternehmen verwalten müsste. Wäre es dann in deinen Augen wieder was anderes? Oder ist es weiterhin nur eine Vermögensverwaltung? Da müsste man ja, das ist auch so ein Thema immer, man braucht ja dann diesen Wiedereintritt in die Realität oder aus dem Code raus. Ja. Wenn du dann wirklich ein Unternehmen hast, muss ja irgendjemand was tun. Und ich kenne das auch aus solchen Infrastrukturprojekten. Da geht es immer darum, ja, Mitgestaltung, wer entwickelt denn den Code? Wie entwickeln wir die Plattform oder den Code weiter? Da gibt es dann ganz viele Entscheidungsmechanismen. Und zum Schluss sage ich dann auch mal, so, jetzt habt ihr entschieden, wie das weitergeht, wie das programmiert werden soll in allen Pipapo. So, jetzt braucht ihr noch einen, der es macht. Die meisten DAOs enthalten halt keine Funktion, wo du jetzt praktisch ein Voting machst und automatisch wird es programmiert, sondern du brauchst halt doch den Menschen, irgendeinen Mechanismus, dass das jetzt auch umgesetzt wird. So, und das ist schon so ein großes Problem. Und wenn du das auf die Realität beziehst, nehmen wir an, du hast jetzt eine DAO, die Rasen mäht, muss ja irgendeiner, gut, da kriegst du vielleicht mit einem Roboter hin, aber nehmen wir irgendeine Tätigkeit, die halt vielleicht ein bisschen intelligentere Steuerung erfordert, dann brauchst du doch wieder einen Mensch, der das macht. Ja? Oder beziehungsweise, wenn die DAO dann ein grundsätzliches Problem so in das Rechtsleben eintritt, die dann vielleicht auch mal einen Vertrag abschließen mit irgendeinem. Ja? Wenn eine DAO eine Weihnachtsfeier macht, muss die ja Stollen kaufen hier in Dresden. Ja? Das muss halt mit irgendjemandem Vertrag geschlossen werden. Momentan läuft es so, dass halt einer aus dem Space, dem DAO-Raum, meist ist es dann irgendein Vehikel, eine LLC oder eine Limited oder meist halt diese Bereiche, ja, und die schließt dann den Vertrag mit irgendwelchen Entwicklern ab. Ich habe das irgendwo gelesen letztens, vor ein, zwei Wochen, dass, glaube ich, in Europa irgendein so ein Coder-Projekt beauftragt wurde von, war das nicht Gnosis oder war das irgendeine große DAO war das gewesen? Name fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Und da wurde auch gefragt, ja, wie schließt ihr die DAO in den Vertrag? Ja, das macht sie nicht selber, sondern da hat sie halt eine Gesellschaft, die irgendwie mit denen verwoben ist, Klammer auf, wo das wahrscheinlich dann doch die Hauptakteure sind. Das hast du das Problem. Da brauchst du einen Regulator. Da musst du wirklich dann sagen, okay, die DAO ist rechtsfähig. Das geht in meinen Augen, habe ich auch mal irgendwann erzählt. Weil rechtsfähig bedeutet nicht automatisch, dass du eine juristische Person bist. Ja, du kannst auch rechtsfähig sein. Hier zum Beispiel steht ja diese GbR zwischen UG und GmbH. Die war jahrelang nur erstmal überhaupt nichts, dann war sie rechtsfähig, ohne juristische Person zu sein. Das heißt, du konntest der Vermögen zuordnen oder einen Vertrag zuordnen, mehr erstmal nicht. Ja? Und das würde meines Erachtens ausreichen. So, und wenn wir uns jetzt einigen könnten, auf was die DAO ist, ob das nun Code ist oder irgendwie eine andere Art von Organisationsform, ließe sich das habe ich auch vor Jahren schon mal so ein Paper dazu gemacht, haben wir, glaube ich, auch dem Bundestag oder dem Herrn Heilmann damals zugewichtelt, wo es um diese Blockchain-Strategie ging. Und da habe ich vorgeschlagen, dann lass doch die anerkennen als zumindest rechtsfähig, weil das deutsche Recht kennt das nämlich schon. Das kennt nämlich, hier steht Stiftung, jetzt muss ich aber ein bisschen ins Rechtliche abdriften, es gibt nämlich sogenannte unselbstständige Stiftungen.
die keine juristische Person sind, die keine Stiftung sind, sondern Klammer auf nur Treuhandverträge. Zum Beispiel könnten wir eine errichten, zum Beispiel sage ich, ich gebe jetzt alle meine Bitcoin, die ich habe, gebe ich jetzt zur treuhänderischen Verwaltung zu Ralf, ja, und der soll immer jeden Monat 1000 Satoshis an Mario zahlen. So, und das auch nach meinem Tod, bitte. Ja, gut. So, das wäre so ein Treuhandvertrag. Und das könnte man so aufsetzen. Und das anerkennt nämlich nach dem Körperschaftssteuerrecht der Fiskus oder der Gesetzgeber als eigenständiges Steuersubjekt, weil die werden so behandelt, als wären sie rechtsfähig. So, und das habe ich damals, glaube ich, so reingeschrieben und gesagt, das könnte man doch nehmen, um vielleicht Smart Contracts, ja, zu sieben bestimmten Standard haben, zumindest als vermögenshaltende Strukturen rechtlich zu akzeptieren. Dass ich also sage, okay, dieser Smart Contract, dem ist jetzt ein Bitcoin rechtlich zuzuordnen. Nicht den Leuten dahinter, nicht dem einen Entwickler, der das steuert, nicht den Leuten, die dabei sind, sondern diesem Smart Contract. Wie ich eben auch so einen Treuhandvertrag rechtlich selbstständig als Steuersubjekt anerkenne. Das könnte ich machen. Und da könnte ich natürlich im zweiten Schritt sagen, ich kann natürlich auch, wenn der schon rechtsfähig ist, einen Vertrag mit dem Smart Contract schließen in der Form, dass wenn ich eine bestimmte Sache erbringe und dann diesen Trigger praktisch auslöse, dann kriege ich praktisch mein Geld ausgezahlt und das basiert auf rechtlicher Basis. Das könnte man in meinen Augen ohne weiteres oder ohne großartige Modifikation im Recht etablieren. Freilich müsste man das ein Stück weit weiterdenken. Aber wenn ich das auf dieser Ebene bringe, na, dann habe ich auch nicht so großartige Haftungsrisiken. Ja, das, sondern es wäre ganz was Rudimentäres. Aber das ließe sich vereinfacht oder erst schneller bewerkstelligen, als wenn ich gleich die große Sache nehme, das autonome, sich selbst gehörende PKW, das durch alleine in die Werkstatt fährt, alleine mit Kunden rumfährt, das wird noch eine Weile dauern. Ja? Aber ja, die Idee verlief leider im Sande. Aber das ginge irgendwo. Ja? Mhm. Ja, was ich so ein bisschen jetzt beobachte, das ist auch gerade eine aktuelle Diskussion, die in Amerika, die Regulierungsbehörde oder also eine Finanzaufsicht jetzt, FATF, glaube ich, der hat heute auch wieder was beschlossen, wo sie DeFi und DAO-Strukturen irgendwie näher beschreibt und klarstellt, juristisch etwas. Dort bilden sich so eine Art DAOs in DAOs, die verschachtelt sind oder die sich gegenseitig sozusagen, man sagte sonst in Excel im Zirkelbezug, die sich gegenseitig aufeinander verweisen. Was hältst du von solchen Konstrukten? Halte ich viel davon, empfehle ich, was heißt empfehle ich, versuchen wir auch immer zu bauen. Wenn die meisten, also ich habe, kommen so ein, zwei Projekte, die eine oder andere Projekt hat auch schon so auf Aragon praktisch so eine DAO schon strukturiert. Und wenn es dann darum geht, na, wir wollen jetzt daraus eine Rechtsform, sage ich, das geht natürlich nicht, sondern wir bauen eine Rechtsform, aber wir können beispielsweise diesen Teilbereich, ja, als fakultatives Organ oder fakultative Einheit in eine Rechtsform einbetten. Ja, das geht. Also braucht man sich bloß mal den DFB anschauen mit seinen unheimlich vielen Unterorganisationen, die alle miteinander irgendwie verbandelt sind. Diese Strukturen, ja, Konzernstrukturen, das ist das gleiche in Grün. Das geht. Und das ließe sich relativ unproblematisch auch etablieren, weil man kann Beiräte oder sogenannte fakultative Organe mit ganz vielen Rechten ausstatten. Das ist, unterscheidet sich so ein bisschen, ob ich einen Verein habe, eine Genossenschaft oder eine Aktiengesellschaft. Bei einer Aktiengesellschaft ist es ein bisschen schwieriger. Aber bei insbesondere bei Genossenschaften oder aber eben auch bei Vereinsstrukturen, auch bei der GmbH, lässt sich sowas relativ einfach etablieren, dass man sagt, okay, bestimmte Entscheidungen überlassen wir einem bestimmten Gremium. Das ist bei uns halt diese Aragon-plattformgesteuerte DAO oder sowas. Wo andere Entscheidungsmechanismen liegen, wo andere Abstimmungsprozesse liegen, das geht. Solange das nicht das Kerngeschäft betrifft oder die Organisation als solche, insbesondere solange dieser Bereich jetzt nicht über die Liquidation oder die Auflösung der Struktur entscheidet, ja, das sind also diese Kernentscheidungen, oder befähigt wird, den Unternehmensgegenstand zu ändern, also ob ich saure Gurken verkaufe oder ab nächste Woche Bratwürste, das kann ich durchaus etablieren. Also da halte ich insofern viel von, es sei denn, die haben einen anderen Hintergrund. Es kann vielleicht auch sein, dass es, man muss immer unterscheiden, ob ich den Kapitalmarkt, ob ich mich da agiere. Und das sind eben die meisten DAOs, wollen halt doch irgendwie einen Token verkaufen, den sie dann an irgendwelchen Exchanges feilbieten und darüber sich querfinanzieren. Und dann sind wir komplett raus, das hat nichts mehr mit Organisationsrecht zu tun, sondern sind wir im Kapitalmarktrecht, wo ich irgendeinen Wert anbiete und der durch Spekulation Wert ausbildet und der dann auf bestimmten öffentlich gehandelt werden kann.
öffentlich und frei gehandelt werden kann. Vielleicht hängt das damit zusammen, Ralf. Also ich habe davon jetzt nicht intensiv gehört oder mich intensiv damit beschäftigt, also gar nicht. Mhm. So kann ich bloß vermuten, dass es eher aus der Kapitalmarktecke kommt, dass man da mehr reguliert, sondern und weniger aus der Organisationsstrukturecke, weil da glaube ich kaum, dass die SEC da sich irgendwie interessiert, ob man bestimmte Nebengremien, Nebenorganisationen in irgendwelchen Corporations oder sowas etabliert. Kann ich mir nicht vorstellen. Gern noch kurz zum Thema DeFi, ja, wobei das nicht so meine Hauptheimat ist. Aber ich finde das spannend, das geht in dieselbe Richtung. Ich sage immer, DeFi ist so finanzielle Teilhabe. Das finde ich ganz gut, dass man eben, ähnlich wie wir gerade darüber gesprochen haben, so eine Kooperation auf Unternehmensebene, dass ich das ermögliche, erleichtere, dass ich eben auch finanzielle Dinge oder Finanzdienstleistungen mal für ein breiteres Publikum öffne. Ja, dass ich eben, wenn ich so viel Geld habe, verleihe ich halt etwas. Wenn ich Geld brauche, kann ich mir dort etwas leihen, ohne zu den klassischen institutionellen Banken zu gehen, also erstmal ganz rudimentär. Oder ich kann halt dort verschiedene Werte auch handeln oder einem größeren, grenzüberschreitenden Publikum anbieten. Das finde ich insgesamt eine sehr gute Idee oder sehr guten Ansatz, also bei der auch dieser Privatautonomie entspricht, die wir eigentlich, man muss in der Tat sagen, eigentlich unserem Zivilrechtssystem zugrunde liegt. Ja, dass wir Vertragsfreiheit haben, Privatautonomie, jeder kann seine Rechtsverhältnisse eigenverantwortlich gestalten. Und da waren wir, glaube ich, letztens mal schon bei dem Thema, dass eben das sich rückläufig entwickelt, dass es immer mehr Staat wird, der dort bestimmt, der eben vorschreibt, wie Verbraucherrechte zu sein haben. Ja, was für die Verbraucher gut ist, die ihre Waren nach 14 Tagen eben wieder zurückschicken können, online ohne Grund. Was aber in meinen Augen dazu führt, dass die Leute weniger sich mit den Dingen beschäftigen, fängt beim Geld an, hört bei der Wirtschaft auf und so weniger Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen. Ja, weil der Staat wird es schon richten, also da gibt es ja dann diese ganzen Verbraucher und da kümmere ich mich nicht, da mache ich das einfach. Das natürlich durch EU-Recht sehr stark sozusagen eingeschränkt worden, diese freiheitliche Gestaltung. Aber muss man auch sagen, natürlich auch teilweise getrieben für bestimmte Unternehmen, die das halt missbräuchlich eingesetzt haben, ihre Marktmacht missbraucht haben. Und da ist ja die Regulation abgespielt, die Gegenwirkung. Ne? Also generell, Menschen haben Probleme mit Freiheiten umzugehen, endet meist im Missbrauch. Deswegen brauchen wir den Regulator, der diesen Missbrauch sanktioniert. Also einige schaufeln immer das Grab für die anderen mit, muss man immer so sagen. Ja, also diese ganzen Regularien basieren meist darauf, dass irgendeiner Mist gemacht hat und seine Freiheit also überproportional ausgenutzt hat. Das sieht man, haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Diskussion mal gehabt, leider in den DeFi-Bereich auch wieder. Wer hat mir das erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein DeFi-Projekt ist gerade mal wieder implodiert, wo irgendwelche mit 6 oder 7 Millionen abgehauen sind. Ja, das ist weder für dem System förderlich und spielt dem Regulator in die Hände. Also generell, wer sich mit Wirtschaftshistorie oder Rechtsgeschichte beschäftigt, wird diesen Mechanismus, freiheitliche Entwicklung von bestimmten Produkten, die für alle gut sind, irgendeiner fängt an, das zu missbrauchen, zack, kommt der Regulator, verbietet es, es wiederholt sich. Es ist immer wieder dasselbe. Das heißt, das Problem ist der Mensch, in meinen Augen. Da kann vielleicht Code helfen, ja, weil der eben nicht zensieren kann und vielleicht unkorrumpierbar ist. Aber dann darf ich eben nicht diesen einen Entwickler haben oder ein Entwicklerteam. Dann muss es wirklich dezentral sein. Dann kriegen wir das Problem vielleicht gelöst. Von daher finde ich das eine gute Idee. Aber ich weiß auch hier immer nicht, wie viel DE da drin steckt. Steckt vielleicht mehr FI drin. Also ja, dezentral, da können wir, glaube ich, die Rechenmodelle vom Tor wieder dran legen. Dann fallen bestimmt auch mindestens 50%, wenn nicht sogar noch mehr, der Projekte wieder weg. Ja, es ist ja immer die Frage, ne? Wann ist dezentral und so. Okay, wenn du jetzt aus juristischer Sicht DeFi-Services betrachtet, wann oder was denkst du, müssen, sollten Emittenten, damit irgendwie die Personen oder Organisationen, die hinter DeFi-Services-Plattformen stehen, sollten die mal bekannt sein? Sollten Menschen, die diese Services nutzen, die Nutzerbedingungen oder wir nennen das KYC, beziehungsweise der deutsche Begriff dafür. So bekannt, ja. Sollte oder neue Transaction, sollte das gereguliert sein oder wie siehst du das? Was ist da deine Meinung? Das ist auch eine richtig schöne Grundsatzfrage, wo dieses System jetzt, also generell hat wie auch
bei DeFi fängt es an, es geht bei Bitcoin weiter, bei allen Elementen, das Stichwort Anonymität, ist das Teil der Privatsphäre oder ist es auch ein Anrecht auf jeden anonym im Rechtsverkehr zu agieren? Das ist ein Punkt, vielleicht bleiben wir erstmal bei dem. Das deutsche Recht setzt für viele Bereiche nicht voraus, dass du weißt, wer dein Gegenüber ist. Ja, das ist dir selbst überlassen, das Privatautonom. Wiederum oder Teil der Privatautonomie zu entscheiden, ob ich anonymen Vertragspartner habe oder eben einen identifizierbaren. Für viele Prozesse brauchst du keine Identifikation. Das heißt, diese Anonymität ist im Grunde immanent auch vom Recht. Wiederum läuft es natürlich hinaus, dass wir jetzt da so einen Konflikt haben, glaube ich, der ein Stück weit auch mit 9/11 zusammenhängt vielleicht. Also wer das Buch von Snowden mal gelesen hat, der wird das auch kennen, weil er auch so ein Verfechter war, Edward Snowden, von der Anonymität, auch im Netz. Und was natürlich dann durch die ganzen Entwicklungen nach 9/11 waren, dass insbesondere mit Blick auf diese Stichwort Terrorismus verhindern oder Terrorismusfinanzierung unterbinden, immer mehr diese Identifizierbarkeit eine Rolle gespielt hat. Auch muss man sagen, Identifizierbarkeit spielt natürlich auch in staatlichen Staatsfinanzierungsfragen eine Rolle, Stichwort Steuern. Ja, das müsste man genau trennen, was dort die eigentlichen Ziele sind. Rein aus juristischer Sicht ist es ein klassisches Problem in der Form, dass natürlich, wenn Anonymität von jedem akzeptiert wird, wenn da kein Missbrauch besteht, wird es in meinen Augen gut funktionieren. Ja, aber so wie wiederum die Anonymität genutzt wird, um andere zu schaden, braucht es wieder Regulierungsmechanismen. Und die vermisse ich im DeFi-Bereich. Da haben wir auch an einem anderen Punkt, auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, ob vielleicht ein Code of Conduct oder so etwas helfen würde. Aber ja, dann ist ja die Frage von wem, weil dann hast du wieder nicht das dezentrale Element. Sodass wir da ein Problem haben, was irgendwie systemimmanent ist. Das heißt, wir haben immer diese Missbrauchsgefahr. Ja, und solange man das, glaube ich, nicht mit dem Code irgendwie oder technisch lösen kann, weiß ich nicht, bin ich der Falsche, das zu beurteilen. Sind wir vielleicht beim System darauf angewiesen, dass es dann dort einen KYC-Prozess gibt, vielleicht staatlich reguliert, der eben dann praktisch die Hemmschwelle aufsetzt. Ja, also in den Systemen bewegen sich dann wahrscheinlich weniger die Akteure, die das missbräuchlich einnutzen oder nutzen wollen. Also ich finde diese Geldwäscheregelung teilweise überzogen, weil sie so einen Generalverdacht darstellen, weil auch im Grunde klargestellt wird, wofür braucht ihr jetzt die Informationen. Man kann nicht alles mit Terrorismusfinanzierung rechtfertigen, aber dieses Missbrauchselement, diese Missbrauchsgefahr, die leider immer wieder auf dem Plan und sich realisiert, rechtfertigt es dann teilweise dann doch, also wo ich dann so im Zwiespalt bin. Aber es ist eine schwierige Grundsatzfrage, weil das ist so ähnlich wie wer sehr sicher leben will, hat wenig Freiheiten. Wenn ich möchte, dass alles beobachtet wird, kam damals die Diskussion auch auf, als eine Person, ein Kind und eine Frau auf die Schienen geschubst hat in Deutschland, vor den einfahrenden Zug. Wenn mehr Überwachung auf den Bahnsteigen wäre, wäre das vielleicht nicht passiert, hätte man das vielleicht vorher festgestellt. Ja, aber mehr Überwachung, ja, ist halt eine Freiheitseinschränkung. Und das ist so eine Grundfrage. Ja, ich glaube, die kriegt man nicht gelöst, so ein Stück weit. Für alle Seiten zufrieden, dass ich viel Sicherheit habe und viel Freiheit, das gibt's nicht. Man muss immer sich für eine Seite entscheiden. Und das wird auch bei DeFi letztlich dann irgendwann mal im Zentrum stehen, die Frage. Welche rechtlichen Regelungen zu dezentralen Finanzen weltweit, in Europa, in Deutschland, in Berlin oder in der Schweiz, Liechtenstein, Malta, Gibraltar sind ja bekannt? Das ist eine Frage, da kannst du ja auch wieder einen ganzen Abend drüber reden. Wenn mir so viel bekannt wäre, so viel sind mir nicht bekannt, wie gesagt, weil ich in dem Bereich weniger unterwegs bin, außer das Projekt der EU, die MiCA, ja, die Market on Crypto Assets, die kommen, also die Regulierung von Kryptowerten. Da hatte ich, glaube ich, am letzten Podcast haben wir schon was dazu gesagt, wenn man sich das Paper anschaut, braucht man bloß den Begriff dezentral suchen, den wird man dort nicht finden im Paper. Das heißt, man will regulieren in der Form, dass man vereinfacht gesagt, alles das, was die DeFi-Produkte jetzt sind, den klassischen Finanzakteuren zuweist und dass man DeFi-Projekte nur anbieten kann als ein klassischer oder nach Vorbild eines klassischen Finanzakteurs strukturierten Unternehmen, sodass ich praktisch alten Wein in neuen Schläuchen habe, mit anderen Worten. Und ja, Schweiz ähnlich, weil die natürlich auch mehr unter Beobachtung stehen jetzt.
Liechtenstein, glaube ich, gar nicht so viel. Was die halt gut haben, ist dieses Token-Container-Modell, also dieses Token-Gesetz, Blockchain-Gesetz oder Krypto-Gesetz, weiß nicht, wie der landläufige Name ist, hat aber weniger was mit DeFi zu tun, sondern mehr mit dieser Tokenisierung, für ein anderes Thema. Und was Malta und Gibraltar machen, das muss ich passen, ehrlich gesagt. Ja. Also die haben, glaube ich, mit ihren Glücksspielthemen zurzeit genügend zu tun. Kennst du Aktivitäten, die bei der BaFin zu DeFi-Regulierung laufen? Nee, also da muss ich passen. Das ist, was die BaFin macht. Ich weiß bloß momentan, das Einzige, was ich weiß von der BaFin, dass viele auf ihre Krypto-Verwahrlizenzen warten und Coinbase eines der ersten Unternehmen war, die bekommen hat. Und sehr zum Unmut der deutschen Unternehmen, weil Coinbase ist ja nicht ein deutsches Unternehmen. Ja gut, jetzt haben mittlerweile zwei weitere, sind deutsche Unternehmen gekommen. Eins davon ist Tangani und dann noch ein Berliner Startup. Ich denke, das wird jetzt Schlag auf Schlag gehen. Okay. Ja gut, die Hintergründe kennt man ja, aber das war so eine niedliche Diskussion. Ne? Aber die BaFin ist untriebig, wurde jetzt neu ausgerichtet, gibt es ja einen neuen Chef, ja, und ich denke mal, die nehmen das immer mehr unter die Lupe. Und ich sag mal so, je lauter, je krasser der Missbrauch ist bei DeFi-Projekten, desto mehr wird der Regulator da auf den Plan rücken. Aber muss man ganz klar auch sagen, die meisten DeFi-Projekte sind ja nicht angesiedelt in Deutschland und ich würde davon auch abraten, das zu tun, wenn man nicht einen klassischen Genehmigungsprozess durchläuft, sodass da relativ wenig Probleme auftreten werden. Ja? Also außerhalb von Deutschland kann die BaFin nämlich nichts machen. Das ist, was würde einem denn drohen, wenn man das doch macht? Na, das ist ein bisschen unabhängig davon jetzt. Ja, naja, du machst dich strafbar jetzt. Also wenn du ohne Genehmigung Finanzprodukte anbietest, dann bist du ganz klar im strafrechtlichen Bereich unterwegs. Okay. Ja, und darum ist auch immer witzig, aber da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass bei diesen DeFi-Projekten es immer so ein Team gibt. Ja, und da würde ich immer sagen, wer wirklich ein DeFi-Projekt macht, der darf nicht rumlaufen und davon erzählen. Ja, der muss das wie Satoshi Nakamoto machen, der muss das Paper raushauen, irgendein Pseudonym, und dann läuft das Modell. Und dann bin ich Teil dessen und kann davon auch irgendwie profitieren, ja, weil ich mitmache und das mitnutze. Aber alle DeFi-Projekte, die so auf so, kennt ihr ja alle, ja, also mit den 23 Bildern, die dann immer so drin dabei sind, Developer und CTO und CFO und wie sie alle heißen, da würde ich immer abraten, momentan im europäischen Raum das so zu tun. Weil da legt man ja auf ein Silbertablett für die Regulatoren die verantwortlichen Personen offen. Ja, also das wahre DeFi-Projekt besteht aus einer Webseite ohne Impressum, ohne Verortbarkeit, ohne Personenbezug. Ja, also nicht, dass es eine Empfehlung ist. Ja, das geht in Deutschland unheimlich in die Hose, wenn man sowas macht. Da würde ich zumindest sagen, okay, hier ist jemand, dem steht das vielleicht das Produkt im Vordergrund und weniger die Person. Ja, aber leider sind es genau die Projekte, die dann hin und wieder auch missbräuchlich eingesetzt werden. Also der gesamten DeFi-Szene eigentlich einen Bärendienst erweisen. Und da frage ich mich immer, warum es da noch nicht eine Gegenbewegung gibt, ja, aus der Szene oder aus der Community. Oder ich weiß es schlicht ergreifend nicht. Also ich habe zumindest nichts gehört, dass der mal so sagt, jetzt dem Missbrauch ein Ende und dass man da so eine Eingreiftruppe irgendwie bildet und den mal auf die Spur kommt, dass das nicht passiert. Weil man schadet sich selbst und man spielt dem Regulator in die Hände, in meinen Augen. Bietet DeFi aus deiner Sicht eine Grundlage, damit Menschen nach eigenen Werten, Übertragungsmaßstäben, ich sag mal, und eventuell auch immer mehr mit eigener, vielleicht sogar lokalen Währung leben könnten, wollen oder das unterstützt wird? Ja, das würde ich einfach bejahen. Ja, es ist definitiv ein Instrument, das so zu tun, weil es Partizipation ermöglicht. Ja, und wenn es keine Barrieren hat und jedem einfach eine Finanzierung ermöglicht, vielleicht für individuelle Sachen, ja, wenn einer ein Jahr irgendetwas machen will, mit irgendeinem Projekt umsetzen, was er schon immer wollte und kann das dadurch finanzieren, ist doch super, wenn er nicht in die Regularien oder wenn er nicht sonst in irgendwelchen anderen Zwängen unterliegt. Ja, also wenn es Leute gibt, die ihm das eben ermöglichen, das ist eine andere Sache. Aber je mehr ich anspreche, desto eher. Also lokal ist natürlich schwierig, wenn es einen lokalen Bezug hat, empfindet man sicherlich Mitstreiter. Das liegt wieder auch an den Menschen, die das nutzen. Ja, also hier in Dresden gab es ja auch so ein Regionalzahlungsmittel, Elbtaler. Da ist jetzt aber, der war letztens hier noch. Der ist leider gegangen, der hat seinen Bereich eingestellt. Richtig, genau. Ich arbeite derzeit an einer Reetablierung eines Zschopautalers im schönen Zschopautal in der Nähe von Mittweida. Mal sehen, ob das was wird. Ja, also den habe ich letztens noch auf so einem Event gesehen, wo es um die Zukunft des Geldes ging. Und da wurde dann noch als Initiator, oder hat er so erzählt, wie das ist krass, was die sich ausgedacht haben. Ja, alles mit Excel-Tabellen. Und es hat funktioniert, ja, ein Stück weit. Aber durch Corona ist vieles im Bach runtergegangen. Und jetzt mussten sie die Sache einstellen, weil es, glaube ich, irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und da sieht man mal wieder, dass halt
es wird halt überschätzt auch, dass das Interesse der Menschen an solchen Sachen. Ja, also generell, bei DeFi heißt auch in meinen Augen Eigenverantwortung. Ich habe halt keinen, den ich anrufen kann. Ich muss mich um das Zeug selbst kümmern. Und guckt in euer Umfeld, wie viele Leute beschäftigen sich mit irgendwelchen Sachen intensiver und manche haben nutzen einfach nur die Technologie, wie sie jetzt ist, und denen ist es egal, welche Daten sie preisgeben. Das ist völlig irrelevant. Die wollen einen Service haben, den sie anrufen können, eine Hotline. Man unterschätzt das Desinteresse der Personen an eigenverantwortlichem Handeln, weil die es nicht mehr gelernt haben, weil sie es auch nicht brauchen heutzutage. Es wird allen alles abgenommen. Drum brauchen wir noch ein paar Entwicklungsschritte dazu, damit das funktioniert. Ist die Frage, ob es funktionieren wird beim Großteil. Aber wie beurteilst du die aktuelle Lage des Infrastrukturpaketes in den USA, wo man die Nutzer identifizieren will? Nun ja, muss ich offen gestehen, habe ich mich nicht tief beschäftigt damit. Es dürfte wahrscheinlich auch jetzt so nach dem Motto gehen, na okay, ihr dürft weitermachen, aber nur, wenn ihr euch identifizieren lasst. Ja, vielleicht auch wieder aus fiskalischen Interessen heraus. Ja, also Thema Vorgespräch wurde auch schon erwähnt, hat auch so steuerliche Erwägung, da liegt natürlich viel Geld oder ist viel Kapitalkraft oder Geld unterwegs in dem Bereich. Und von daher natürlich fiskalische Interessen. Ich glaube, das ist das eine. Versucht man hier sozusagen diesen Bereiche zu regulieren, indem man dann halt als Preis dann die Anonymität aufgibt. Ja, also selbstverschuldet dabei in meinen Augen ein Stück weit. Das wird irgendwann bei uns auch noch kommen. Das wird nicht lange dauern. In der EU wird, glaube ich, auch schon drüber nachgedacht. Naja. So, und dann haben nur die dezentralen Projekte eine Chance, die wirklich dezentral sind und die vertrauenswürdig sind. Und die werden bestehen bleiben, in meinen Augen. Und da kannst du da nichts machen. Außerdem, du verbietest den Leuten, dass die halt Bitcoin oder andere Coins halt halten oder Kryptowerte im Allgemeinen. Da bereite ich im Grunde schon die Verfassungsbeschwerde vor. Ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, dass du den Leuten meinetwegen verbieten würdest, Bitcoin oder Ethereum, Ether zu halten. Ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Also da brauchen wir im Grunde keine Angst haben. Aber da würde ich dann in der Tat mal einen DAO aufsetzen, um da ein bisschen Geld zu sammeln, weil die Verfassungsbeschwerde, die schreibt man nicht an einem Nachmittag. Ja. Aber die bereite ich gedanklich schon vor. Ich glaube, da bist du nicht allein. Da hast du geistig sehr viele Unterstützer. Und ich glaube, es würde sich dort auch ein Fonds da aufsetzen lassen. Da würde einiges reinkommen. Genau. Alleine brauchten Leute zum Korrekturlesen, weil ja nichts ist schlimmer als der Fehler. Ne? Tor, das ist genau das Problem. Oder Blankets hieß es so, Mario, zwischen Fragezeichen und letzten Wort. Plank heißt Plank. Es. Genau. Ja, Plank. Unnötige Leerzeichen. Unnötige Leerzeichen. Ja, genau. Kann man auch sagen, unnötiges Leerzeichen versteht auch meine Mutter und nicht irgendwie Plank. Wie schreibe ich denn das? Mit Ä oder mit E? Mit E, Tor. Mit E. Du kannst es von mir aus schreiben, wie du willst. Das ist ja laut Duden ist ja eh gerade alles egal. Ja, das sowieso. Die Frage ist, ob der Duden ist tot und somit auch seine Regeln, wie es so aussieht. So, wie das aussieht, ist das hier die letzte Folie. Gibt es keine weitere? Dann müssen wir unsere restlichen Fragen aus dem Kopf stellen. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Kennst du Nicolas von Saberhagen und kannst du uns Informationen zu ihm preisgeben? Nee, kenne ich nicht. Kennst nicht? Satoshi nee, Nakamoto nicht. Kennst du, oder? Der Name sagt mir was, ja. Persönlich? Also ich kenne den Namen. Ich kenne den Namen. Ja, wer das ist, kenne ich nicht. Aber du weißt, dass der in Mittweiler am Markt 16 wohnt. Na, da gibt es ja das Namensschild. Kann sein. Ja. Kommt aus Mittweiler. Es kommt so einiges aus Mittweiler. Ne? Genau. Ich glaube aber, dass es auch Bitcoin nur funktioniert, weil keiner weiß, wer das ist. Ja, ich glaube, du brauchst das. Man braucht das. Also das ist das Teilproblem. Ja? Also wird auch unterschätzt in meinen Augen. Die Dezentralität fängt damit an, dass du das Projekt keinem zuordnen kannst. Weder von der Idee noch sonst. Den hätte man lange in irgendeinem Gefängnis verschwinden lassen, denke ich. Ja. Dem hätte man wenn sie es nicht vielleicht auch selber waren. Ja, wer weiß. Ja, es. Oder so. Ja. Das ist so eine Frage. Aber Thor, dann löst doch mal den Markus. Wer ist denn der Nicolas? Mir jetzt nicht machen, ist doch wurscht. Also es ist einer, der bei Nero eine wichtige Rolle gespielt hat, den Kryptonot-Algorithmus und noch so ein paar andere Sachen mitgemacht hat. Und da der Ralf... Satoshi von Monero. Richtig.
Und da der Ralf, der Spielverderber, den Satoshi Nakamoto ausfindig gemacht hat, hat man das in Folge 25, die du nicht gehört hast, aufgelöst. Und seitdem suchen wir jemand Neues und das ist Nicolas von Saberhagen. Mhm. So. Nächste Frage aus dem Kopf. Wird es in 10 Jahren noch Banken geben, Markus? Und wenn ja, in welcher Form? Schwierige Frage. Banken wird es auf jeden Fall noch geben. Teilweise, denke ich mal, in unveränderter Form. Also man braucht ja nur auf N26 schauen. Das ist ja so dieses neues Kreditinstitut oder die Bank der Zukunft. Und irgendwie jetzt haben sie einen Sonderbeauftragten an der Backe, weil da auch nicht alles läuft. Ich sage mal so, das örtliche Kreditinstitut, wie die Volksbank in Mittweida, ja, oder die örtliche Sparkasse, die wird es in meinen Augen immer geben. Solange Menschen leben, die dieses Vehikel kennen. Das kann man selbst bei sich sehen. Also ich bin mit Papier groß geworden. Ich werde immer nicht meine E-Mails ausdrucken, aber ich werde immer mit Papier arbeiten. Die Generation, die groß geworden ist mit digitalen Dokumenten, die das auf dem Tablet, auf dem Rechner sich anschauen, die haben weniger mit Büchern zu tun. Ich kann auch kein Buch lesen auf diesen Readern. Das geht nicht. Ich brauche das Buch. Ich weiß nicht warum. Und solange es Menschen gibt, die diese klassische Bank brauchen, weil die so ein Vertrauen in die erweckt, wird es die Banken geben. Und sicherlich in 10 Jahren deshalb auf jeden Fall auch noch. Aber in einer zurückgestuften regionalen Form vielleicht. Also diese Großbanken, weiß ich nicht, aber das Regionale wird es vielleicht länger geben als die Großbanken. Dann nehme ich mal das. Das würde ich einloggen. Interessanter Aspekt, vielleicht auch noch eine neue Frage. Welche DeFi-Plattformen würdest du empfehlen und welche DeFi-Produkte, Produktarten würdest du nutzen, wenn du was empfehlen darfst? Ja, also empfehlen tue ich gar nichts. Ja, kann ich natürlich nichts empfehlen. Aber das, was ich vorhin so gesagt hätte, also ich finde die Sachen auch wieder die mit regionalen Bezug spannend, gerade für diese Mikrofinanzierung, sagt man, wo man das erweitern kann. Ich finde immer diese Sachen gut, vielleicht dem einen oder anderen Individuum ermöglichen, vielleicht das eine oder andere mal auszuprobieren, ein Stück weit etwas zu einfacher, wo die Finanzierungsbarrieren halt ganz niedrig sind oder keine bestehen. Das finde ich spannend. Alles das, was je komplexer die Strukturen sind, je spekulativer es wird, desto uninteressanter wird es für mich, muss ich sagen. Also ich bin, vielleicht erinnert sich auch Ralf immer schon mit dem Credo angestoßen, also oder aufgeschlagen, man soll sich doch mit der Technologie beschäftigen oder mit dem Innovationspotenzial, was da drin steckt, und die Spekulation außen vor lassen. Also ich finde alles das unspannend, was arg spekulativ ist und zu komplex. Ja, ich finde diese grundlegenden Finanzierungsthemen, finde ich, ist viel besser, zukunftsträchtiger. Ja, also da bin ich auch gern mit bei solchen Projekten mit dabei. Also unterstützt das, freilich dann KYC und alles, pipapo, damit mitzuwirken. Aber das andere, wenn ich dann selber, wenn es erstmal eine Stunde dauert, um das zu verstehen, was ich eigentlich mache, dann würde ich es auch nicht empfehlen. Ja, okay. Man empfiehlt sowieso bloß was, wenn man extrem viel Spielgeld hat. Ja. Apropos empfehlen, wir empfehlen euch, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen, den Kanal zu abonnieren und verabschieden uns an dieser Stelle. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Danke, dass du da warst, Markus.